Könnt ihr mal kurz ein Zeichen geben, ob ihr euch mich hören könnt? Okay. Wir sind jetzt ja mit dem Demozug hier angekommen. Es herrschen immer noch die gleichen Auflagen. Das geht jetzt sozusagen genau über. Die Veranstaltung ist jetzt mit der Kundgebung hier auch eröffnet. Und genau, Abstände 1,5 Meter, außer Familien können nebeneinander, also beieinander stehen. Wir möchten jetzt gar nicht lange reden. Wir hatten ja schon gerade eine kurze Einführung vor dem Demozug und den Demozug durch die Stadt. Ich würde sagen, der Herr Edrich knüpft eigentlich an demselben Thema an, wie was wir gerade unten in der Stadt schon mal gesagt hatten. Da geht es eben auch um die Beziehungsfähigkeit oder um die Widerstandssache mit dem gewaltfreien Widerstand. Ja. Also ich möchte halt jetzt nochmal Herrn Edrich vorstellen, der bringt das jetzt selbst, was er dann genau sagen wird. Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt... Ja, ich möchte noch den Timo vorstellen, der hier mit mir moderieren wird und jetzt noch kurz ein paar Worte zur Demonstration sagt. Ja, danke. Ja, war ja ein super Umzug, hat Spaß gemacht und ich bin ja begeistert, dass so viele Menschen heute hierher nach Aalen gekommen sind. Genau, gebt euch mal einen großen Applaus. Und ich kenne ja auch den Dr. Langhans und der macht oft am Anfang der Demo mal so eine kleine Abstimmung, um zu zeigen, wer denn zum ersten Mal auf so einer Demo ist. Würdet ihr auch mal bitte die Hand heben, wenn ihr zum ersten Mal da seid? Wow, Applaus! Ja, ich habe mit der Sigrun ein kleines Vorgespräch geführt gehabt und wir haben uns darüber unterhalten, wie eine Demo denn so im Idealfall sein sollte. Und ich möchte jetzt gar nicht lange reden und nur zwei, drei Sätze vielleicht noch dazu sagen. Denn unser Fazit war so, dass wir quasi bis dato erkennen konnten, da wusste ich ja noch nicht, dass so viele Menschen heute kommen, dass die Demos nicht so viel bewegt hatten, wie wir uns das gewünscht hätten. Und ich habe daher die Demo immer gern als Ort gesehen, zum Freundetreffen bzw. neue Menschen kennenlernen und vor allem darum, mich weiterzubilden. Weil es gibt ja immer ganz viele tolle Sprecher auf unseren Demos und da kann man eben auch viel dazulernen. Und ich nutze mittlerweile diese Bühnen auch immer ab und zu mal, um das, was ich gelernt habe, auch wieder weiterzugeben. Und ich finde, das gehört in dieses Ideal, wie die Demo eben idealerweise sein sollte. Also Frieden, klar, Brüderlichkeit, auch das. Liebe, selbstverständlich, aber auch ein Ort für Bildung, für Austausch und für Gemeinsamkeit. Und mit diesen Worten möchte ich jetzt auch an den Dr. Edrich übergeben. Danke. Hallo, Aalen, liebe Mitbürger. Liebe Mitglieder auch der Aalener Stadtverwaltung, liebe Polizeibeamten und auch liebe Mitglieder der antifaschistischen Bewegung. Ich bin heute hierher gekommen, um einmal aus ärztlicher Sicht auf das zu blicken, was sich gerade in unserem Lande abspielt und uns hier heute zusammengebracht hat. Dabei ist es mir ein tiefes Anliegen, die wachsenden Gräben, die sich innerhalb unserer Gesellschaft auftun und sich bereits mitten durch viele Familien ziehen, nicht noch weiter aufzureißen und weitere Polarisierungen aufzuwerfen, sondern mit Ihnen in ein Gespräch über die Situation in unserem Lande zu treten, die uns ja alle angeht. Ich weiß, dass es gerade für Sie, liebe Politiker und Beamten, aber auch für Sie, liebe Polizeibeamten, kein leichtes ist, in dieser angespannten Situation den Kopf noch oben zu behalten und in all dem Chaos von Meinungen und Emotionen noch eine Orientierung zu bewahren, was Wahrheit und was Lüge ist. Sie alle haben ihren Beruf einmal aus dem Ehrgefühl heraus begonnen,
sich als Politiker oder Beamte für das Wohl der Bürger einzusetzen. Sie alle haben das Anliegen, dieses Land mit Verantwortung, Übersicht und Weisheit zu regieren und es vor Schaden zu bewahren. Insofern sehe ich Ihr Bemühen, sich für die Gesundheit seiner Bürger für Recht und Ordnung einzusetzen, als redlich und ehrenwert an. Zugleich aber stehen Sie als Nichtfachleute bei Ihren die Gesundheit der Menschen betreffenden Entscheidungen ja in einem Spannungsfeld zwischen den Anweisungen, die Ihnen gegeben werden, dem, was Ihnen als fachkundige Meinung von Medizinern, Wissenschaftlern und Experten zur Verfügung gestellt wird und dem, was Ihnen Ihre eigene Anschauung und Ihr eigenes Gewissen gebieten. Leider mache ich als Arzt zunehmend die Erfahrung, dass das, was aus wissenschaftlicher Sicht zu der ganzen Corona-Frage zu sagen wäre und auch gesagt wird, in unserem Land kein ausreichendes Gehör findet. Vielmehr haben sich fixierte Vorstellungen, wie die Corona-Krise zu lösen sein soll, in den Köpfen der Menschen festgesetzt und sind nur sehr schwer wieder darin zu korrigieren. Aufgrund dieser fixierten Vorstellungen, Corona sei ein überaus gefährlicher Killervirus, den man mit massiven Einschränkungen der Freiheitsrechte beikommen müsse, lebt in der Gesellschaft inzwischen gegenüber all denjenigen Menschen, die dieses Vorgehen kritisieren und als widersinnig erleben, eine tiefe Antipathie bis hin zum Hass. Sehr viele Menschen wähnen sich mit einer Auffassung im Recht, nur härteste Maßnahmen wie der derzeitige abermalige Lockdown und drakonische Strafen gegenüber Menschen, die diesen Maßnahmen widersprechen, könnten auch helfen, eine angeblich ja bereits jetzt angelaufene, brutale zweite Krankheitswelle abzuwenden. Sie fühlen sich dadurch legitimiert, all diejenigen, die diese Haltung in Frage stellen oder gar kritisieren, als unverantwortlich, unsolidarisch oder egoistisch zu brandmarken und entsprechend zu bestrafen. Auf der anderen Seite stehen diejenigen, die verzweifelt sind, mit ansehen zu müssen, wie Tag für Tag durch die Corona-Maßnahmen Existenzen zerstört werden, Menschen psychische, gesundheitliche Schäden erleiden und die Gesellschaft durch ein Infektionsschutzgesetz, welches die Regeln unserer Demokratie außer Kraft setzt, immer mehr in ihren Fundamenten der demokratischen Grundordnung zerrüttet wird. In der gesellschaftlichen Debatte hat sich eine Polarität aufgebaut, die meines Erachtens völlig irrational ist. Während die einen sagen, wir setzen uns für Leben und Gesundheit der Menschen ein und sind bereit, dafür Opfer in Kauf zu nehmen und uns einer gesellschaftlichen Ordnung zum Wohle aller zu unterwerfen, stehen die anderen für bürgerliche Grundwerte wie Freiheit und Selbstbestimmung ein und sehen diese als das höchste Gut der Gesellschaft, welches es zu bewahren gelte. So stehen sich die beiden Pole Freiheit und Selbstbestimmung auf der einen Seite und der Pol der Gesundheit und des Lebens auf der anderen Seite scheinbar unvereinbar und unversöhnlich gegenüber. In Wahrheit aber sind diese beiden Pole gar nicht so unvereinbar, wie sie erscheinen, sondern sie gehören zusammen. Denn selbst führende Wissenschaftler dieser Welt, vorrangig von großen Universitäten des angloamerikanischen Sprachraums, wie der Stanford, der Harvard und der Oxford University, sind inzwischen zu dem Ergebnis gekommen, dass die freiheitseinschränkenden Maßnahmen, wie sie abermals von der Politik beschlossen wurden, nicht nur wirkungslos, sondern sogar widersinnig, kontraproduktiv und in höchstem Maße gesundheitsschädigend sind. In einer internationalen Erklärung, der sogenannten Barrington Declaration, haben weltweit führende 45 führende Wissenschaftler vor einigen Wochen ganz klar die Politiker dieser Erde dazu aufgerufen, Lockdown
und überzogene Hygienemaßnahmen, wozu auch die Anwendung von Masken gehört, sofort zu beenden, da diese schon jetzt mehr Schaden als Nutzen verursacht hätten. Stattdessen, so schreiben Sie, sei ein Umgang mit dem Virus nötig, bei dem sich das menschliche Immunsystem allmählich mit dem Virus auseinanderzusetzen habe, um dadurch eine gesamtgesellschaftliche Immunität zu erwerben. Diese Erklärung aber wurde inzwischen von mehr als sage und schreibe 650.000 Bürgern und 48.000 Wissenschaftlern und Ärzten unterzeichnet und geht durch die Welt. Dennoch berichten unsere Medien nicht oder nur negativ über dieses Ereignis. Auch anhand allem, was ich in den vergangenen 9 Monaten in meiner Praxis erlebt habe, komme ich zu dieser Überzeugung vieler Wissenschaftler, dass die Corona-Maßnahmen nicht nur unverhältnismäßig sind und Krankheiten und damit auch zuletzt den Coronavirus nicht bekämpfen können, sondern jenem sogar durch die Schwächungen, die mit ihnen verbunden sind, Türen und Tore öffnen werden. So wurde in meiner Praxis in dieser Zeit nur ein einziger Patient Corona-positiv. Dieser hatte nur leichte Symptome. Und er war schon nach wenigen Tagen wieder gesund. Wesentlich für seine Genesung war für ihn die entängstigende Erkenntnis, dass es sich bei Corona keineswegs um einen unüberwindbaren Killer-Virus handle, sondern dass vielmehr entscheidend sei, ob er diesem in Ruhe und Gelassenheit oder aber mit Angst entgegentreten würde. Schließlich konnte durch diese entlastenden Gedanken sein von Angst und Dauerstress in den Kollaps getriebenes Immunsystem wieder regenerieren. Während ich also nur einen einzigen Corona-positiven Fall in der Praxis hatte, habe ich im Gegenzug dazu in den 9 Monaten sehr, sehr viele Patienten erlebt, die durch die irrationalen und zerstörerischen Maßnahmen stark geschädigt oder geschwächt worden sind. Einige Beispiele will ich einmal herausgreifen. Ein Patient erlitt einen schweren Herzinfarkt mit irreversiblen Schäden und sehr schlechter Prognose, da er trotz starker Brustschmerzen tagelang aus Angst vor Corona den nötigen Gang zum Arzt vermied. Eine andere Patientin steigerte sich aufgrund der Corona-Angst so sehr in Panik und Ängste hinein, dass ihr Blutdruck entgleiste und sie sich dadurch in einen Herzinfarkt hineinmanövrierte. Eine dritte Patientin verstarb im Pflegeheim, nachdem sie wochenlang keine Menschenseele zu Gesicht mehr bekommen hatte, an den Folgen der Vereinsamung. Eine weitere Patientin erlitt eine komplizierte Fraktur der Schulter, da sie durch die mit der Maske verbundenen Beeinträchtigungen gestürzt war. Sehr viele Patienten erlitten schwere psychische Krisen bis hin zu Suizidversuchen, da sie durch Quarantäne, Angst vor Bestrafung, Verlust ihres Arbeitsplatzes oder ihrer wirtschaftlichen Lebensgrundlage verzweifelten. Täglich erreiche mich Anrufe von Schülern oder Erwachsenen, die hinter den stundenlang zu tragenden Masken Schwindel, Kopfschmerzen, Kreislaufprobleme, Beklemmung, Atemnot oder auch Hautausschläge entwickeln. Die Liste der Corona-Maßnahmenopfer, die ich alleine schon in meiner Praxis betreue, ließe sich lange fortsetzen. Die meisten vermeintlichen Corona-Fälle erwiesen sich als eine irrationale Angst, die vor allem dann wirksam wurde, wenn die Vorstellung von einem brutalen Killer-Virus die Menschen determinierte. Diese Angst wich sofort von den Menschen, wenn ich sie über die relative Harmlosigkeit der Krankheit und die Bedeutung der menschlichen Psyche für das Immunsystem aufklären konnte. Von Kollegen, die durchaus auch schwere Corona-Fälle betreut hatten, weiß ich, dass jene oft durch Ängste und traumatisierende psychosoziale Situationen erheblich geschwächt waren. Sicherlich stellt sich in vielen Fällen auch die Angst der Kollegen selbst, die diese vor Corona hatten und auf ihre Patienten übertrugen, einen für die Patienten schwächenden Faktor dar. Wer kann schon gesund werden? Wenn ihm sein Arzt sagt, er leide an einer sehr gefährlichen, möglicherweise tödlichen Krankheit.
Und so können wir beobachten, wie Corona nicht anders als alle anderen Atemwegsinfekte dann harmlos verlaufen kann, wenn wir den Patienten mit Ruhe, Gelassenheit entgegentreten und es uns gelingt, ihnen die Angst vor der Erkrankung zu nehmen, ihnen zu einem ruhigen Umgang mit der Erkrankung verhelfen. Zugleich aber zeigt sich auch, dass überall dort, wo aus überschießenden Angst- und Panikreaktionen heraus Menschen psychisch oder aber durch irrationale, überzogene, traumatisierende Maßnahmen auch noch physisch erheblich geschwächt werden, die menschlichen Immunsysteme kollabieren. Wenn aber die Immunsysteme der Menschen zusammenbrechen, dann kann sich auch ein durchschnittlicher Atemwegsinfekt plötzlich zur tödlichen Lungenentzündung ausweiten. Dass also das Milieu und die Frage, ob jenes geschwächt oder gesund ist, entscheidend für die Anfälligkeit gegenüber Viren und den Verlauf einer Infektion ist, das sollte uns spätestens seit den Untersuchungen des Münchner Forschers Max Pettenkofer im 19. Jahrhundert bekannt sein. Dieser konnte im Selbstversuch zeigen, dass einem gesunden, psychisch stabilen Organismus selbst die gefürchteten Cholera-Keime nichts anhaben können. Im Gegensatz dazu können angsterzeugende Quarantänemaßnahmen, traumatisierende Trennungen von Angehörigen, vorzeitige Intubation aus Angst vor Ansteckung oder aber auch die Anwendung von bislang nicht zu diesem Zweck erprobten Medikamente, ebenso wie ein Corona-Maßnahmenbedingter Arbeitsplatzverlust und Ängste vor Sanktionen den Boden für den Virus bereiten und schließlich zuletzt doch mit oder ohne Coronaviren schwere Krankheitsbilder und Komplikationen erzeugen. Während all diese Maßnahmen also durchaus verheerende Auswirkungen auf die Psyche der Menschen, sein Immunsystem und damit auf die Gesamtgesundheit haben, haben wir heute im Gegenzug dazu keinerlei Hinweise darauf, dass durch Lockdown, Maskenpflicht oder andere Maßnahmen das Social Distancing irgendein medizinischer Nutzen erzielt wurde. Beispielsweise wissen wir anhand der sogenannten Virusreproduktionskurve, dass in Deutschland die erste Corona-Welle im Zuge einer klassischen Frühjahrsentspannung und durch die freiwillig eingegangenen Vorsichtsmaßnahmen der Menschen zurückgegangen war. Sicherlich haben auch die bedachtsamen und entängstigend wirkenden Untersuchungen und Stellungnahmen von Experten wie Hendrik Streeck, Wolfgang Wodak, Bodo Schiffmann, Professor Püschel und viele mehr, durch die die Gefährlichkeit des Viruses stark relativiert wurde, wesentlich zu dieser Entspannung beigetragen. In jedem Fall war die Virusausbreitung vor Einführung des Lockdowns und lange vor Einführung einer Maskenpflicht schon so weit eingedämmt, dass von einer Epidemie nicht mehr die Rede sein konnte. Weiterhin ist bekannt, dass eine weltweite Corona-Pandemie anhand eines PCR-Tests ausgerufen worden war, der zum Zeitpunkt seiner Zulassung keine spezifische Gensequenz des sogenannten Wuhan-Virus kannte, sondern, wie Christian Drosten es selber schreibt, auf hypothetischen Annahmen von Gensequenzen beruhte, sodass er allenfalls unspezifische Coronavirus-Fragmente nachweisen kann, wie sie schon immer existieren, nicht aber einen spezifischen Wuhan-Virus. In Portugal hat ja deshalb kürzlich sogar ein hohes Gericht die Anordnung von Quarantäne als illegale Freiheitsberaubung deklariert, da der Test nach deren Recherchen 97% falsch positive Ergebnisse produziere. Blicken wir zudem auf Schweden, welches im Frühjahr als einziges Land Europas auf einen aggressiven Lockdown wie auch auf eine Maskenpflicht verzichtet hatte, so sehen wir anhand der Zahlen des sogenannten Worldometers, dass Schweden aktuell europaweit in Relation zu den erfassten Corona-Fällen die niedrigste Sterberate aufweist. Während dort auf 1000 Neuinfektionen
derzeit gerade einmal 2 bis 3 Verstorbene kommen, haben wir in Deutschland pro 1000 ca. 14 Tote. Länder wie Spanien, die wesentlich grausamere Lockdown-Maßnahmen als wir durchgeführt hatten, weisen gar 36 Tote pro 1000 Neuinfektionen auf, sodass sich zeigt, je gravierender die Menschen durch Corona-Maßnahmen im Frühjahr geschwächt und geschädigt wurden, desto höher ist nun im Herbst als Folge dieser Schädigung die Corona-Sterblichkeit. Obwohl all dies bekannt sein könnte, zeigt sich auch jetzt wieder ein fatales Vorgehen im Zusammenhang der sogenannten zweiten Welle. Schließlich wurde jene schon dadurch herbeidefiniert, dass im Sommer Hunderttausende gesunde Reiserückkehrer und zuletzt ebenso viele gesunde Schüler und Lehrer an Schulen getestet wurden, die allesamt keine Symptome hatten. Auf diese Art wurde im Spätsommer eine künstlich, bedrohlich und suggestiv wirkende Kurve geschaffen, die zunächst hauptsächlich die ansteigende Zahl der Tests darstellte und inzwischen die normalen jahreszeitbedingten Anstiege von Atemwegsinfektionen, an denen Coronaviren schon immer beteiligt gewesen waren, anzeigt. Durch diese Kurve und die bedrohlich und suggestiv wirkenden Maßnahmen wie die Einführung von Masken im Unterricht oder gar im Freien, die immer und jederzeit über uns schwebenden Zwangstestungen, Bestrafungen und Quarantäneandrohungen ist eine fatale Stimmung der Angst, des Misstrauens und des Denunziantentums und der Irrationalität unter den Menschen ausgebrochen, wie ich sie bislang noch nie zuvor erlebt habe. Menschen erleiden inzwischen irrationale Panikattacken, wenn sie einen Mitmenschen ohne Maske bemerken und greifen ihn tätlich an. Lehrer traktieren ihre Schüler mit Vorwürfen und Schuldgefühlen, wenn sie einmal für einen Moment keine Maske tragen, sodass die Schüler lieber eine in die Toilettenschüssel gefallene, mit Urin besudelte Maske wieder aufsetzen, als sich den Angriffen ihrer Lehrer auszusetzen. Gesundheitsämter drohen Familien damit, ihnen die Kinder wegzunehmen, wenn sie ihre Kinder nicht für 2 Wochen im Kinderzimmer einsperren. Ärzte werden strafrechtlich verfolgt, weil sie Patienten einen Attest über die medizinische Unzumutbarkeit von Masken ausgestellt haben. Und das, obwohl die Corona-Verordnung solche Ausnahmen vorsieht. Eine Patientin, die aufgrund einer schweren Erkrankung von mir ein Maskenattest erhalten hatte, wurde im Rahmen einer Demonstration trotz Attest von Kollegen von Ihnen, liebe Polizeibeamten, festgenommen und auf entwürdigende Weise verhört, da man ihr ohne jeden Grund Attestbetrug vorwarf. Es stand ja keine Diagnose auf dem Attest. Die Patientin konnte nur durch die Intervention eines Anwaltes wieder freikommen. Die Verhältnisse in diesem Lande sind für mich als Bürger und als Arzt unerträglich und gleichen zunehmend einem Angstregime, welches den Menschen nicht nur die Luft zum Atmen, sondern auch jedes Recht auf eigenständiges Denken nehmen will. Deshalb rufe ich Sie, liebe verantwortliche Politiker und auch Sie, liebe Beamten und Polizeibeamten, dazu auf. Lassen Sie uns gemeinsam die Menschen dieses Landes, der Dichter, Denker, Forscher, Entdecker zur Wissenschaftlichkeit und Vernunft zurückrufen. Lassen Sie uns endlich aussteigen aus jener Irrationalität, mit der wir Tag für Tag den Menschen mehr und mehr durch Maßnahmen, die schon lange als widersinnig erkannt werden können, traumatisieren, schwächen und die Gesellschaft zerrütten. Jetzt, wo wir alle wissen, dass Corona im letzten Winter weit weniger Opfer gefordert hat als Grippewellen der vergangenen Jahre, müssen wir uns entschlossen dafür einsetzen, dass die Menschen aus dieser Krise heraus zu neuen, selbstbestimmten und gesunden Lebensbezügen finden können.
Lassen Sie uns gemeinsam in diesem Land entschieden für eine Beendigung dieser horrenden Maßnahmen und für eine Gesellschaft einsetzen, in der die Führung des Menschen von dessen selbstbestimmter Eigenverantwortung ausgehen kann. Lassen Sie uns aufhören, die Menschen durch massenweise Zwangstestung, Quarantäne in Angst und Schrecken zu versetzen und noch weiter zu schwächen. Schließlich ist zu fürchten, dass noch weitere Ängste und Schwächungen einen Boden für eine zweite oder gar dritte Corona-Infektwelle bereiten könnten, die weit schwerwiegender ausfallen wird als die erste und dass dadurch, wie auch durch die Maßnahmen selbst, die ohnehin bereits zerrüttete Gesellschaft noch weiter in ihren Grundfesten erschüttert werden wird. Lassen Sie uns deshalb gemeinsam einstehen für eine Atmosphäre der Rationalität und Vernunft, die die Würde und Freiheit des Individuums als Grundlage für eine freie und dadurch gesunde Gesellschaft fördert und sich kompromisslos für diese einsetzt, statt sich staatlicher Willkür, Irrationalität, die Menschen schwächen und krank machen, zu unterwerfen. Unsere deutsche Geschichte hat gezeigt, dass wir in unserer gutmütigen deutschen Art, die sich brav, ordentlich und gehorsam den angewiesenen Regeln und Ordnungen unterstellen möchte, um nur keine Unruhe und Chaos zu schaffen, durchaus in der Gefahr sind, ohne es zu bemerken, Kräften zu dienen, die keineswegs zum Wohle der Menschheit angetreten sind. Ja! Liebe Politiker, liebe Polizeibeamten, Ordnung, Recht und Disziplin sind ein hohes Gut, und jeder, der sich wie Sie um diese Werte bemüht, genießt unsere vollständige Wertschätzung und Hochachtung. Jedoch dürfen wir nicht im Ideal unseres Pflichtgehorsams die Frage außer Acht lassen, ob diejenige Ordnung, für die wir uns da einsetzen, wahr ist und wirklich dem Menschen dient oder eben doch einer Irrationalität und Zerstörungskraft entspringt, die keiner von uns wollen kann. Mit meinen Kindern habe ich vor einer Weile die Filmaufnahmen des Gerichtsprozesses um den Nazi-Beamten Adolf Eichmann in Jerusalem angesehen, der für die Deportation von Millionen von Juden die organisatorische Verantwortung hatte. Erschütternd war es, bei dessen Vernehmung erleben zu müssen, wie tatsächlich ein Mensch sich bis zum letzten Moment seines Lebens offensichtlich keinster Schuld bewusst war, sondern sich als unschuldiges Opfer ansah. Eichmann beteuert in dem Prozess immer wieder, dass er ja das Ziel gehabt hätte, die Judenfrage auf durchaus humane Weise zu lösen. Schließlich habe er sich doch wenigstens für eine geordnete und humane Abwicklung der Transporte eingesetzt. Es scheint also tatsächlich ein gefährlicher Wesenszug von uns Deutschen zu sein, dass wir uns in unserem Pflichtgehorsam, dass wir vollständig den Überblick verlieren können oder aber es unterlassen, uns diesen Überblick darüber zu verschaffen, welche Ziele der Apparat, dem wir dienen, verfolgt, dass wir also vor lauter Pflichterfüllung und Gehorsam ganz vergessen, einmal den Blick über den Tellerrand zu tun und auf das große Ganze zu blicken, also auf den Zusammenhang, in dem unsere eigene Tätigkeit steht. So fühlen sich auch heute wieder viele Menschen in Deutschland verpflichtet, sich solidarisch zu verhalten, wie man es von ihnen erwartet. Brav tragen wir die Masken und zwingen unsere Kinder, selbst wenn sie darunter leiden, jene zu tragen. Es wird berichtet, die Mutter eines der im Zusammenhang mit der Maske verstorbenen Kinder habe dieses trotz anhaltender Klagen, ihm sei unter der Maske so schwindelig und es wolle gar nicht mehr in die Schule gehen, dennoch angehalten, pflichtgemäß seinen Schulweg mit Maske anzutreten, ehe das Kind ja im Bus auf dem Schulweg kollabierte und kurze Zeit später verstarb. Brav verordnen wir als Politiker und Beamten abermals scheibchenweise einen Lockdown und machen uns damit an der Zerstörung unserer lokalen Infrastruktur, unserer Kultur und unserer Gesundheit schuldig.
brav behelligen unsere Polizeibeamten und diffamieren unsere Journalisten, unbescholtene Menschen, die aus gesundheitlichen oder sonstigen Gründen, wozu wir auch die Gewissensgründe zählen müssen, keine Maske tragen können, obwohl sogar die Corona-Verordnung vorsieht, diese Menschen von der Pflicht der Maske zu tragen auszunehmen. Dabei sind wir im treuen Glauben, auf der Seite des Guten zu sein. Helfen wir nicht dabei, schlimmen Schaden von den Menschen abzuwenden und sorgen dafür, dass alles seinen ordentlichen Gang geht? Was aber vergessen wir darob? Wir vergessen, dass es jene Maßnahmen sind, die wir in aller gut gemeinten deutschen Dienstbeflissenheit Stück für Stück durchsetzen und für gut heißen, welche Verarmung und Elend und damit auch Krankheiten und Seuchen Tore und Türen öffnen. Statt die Menschen vor Corona zu schützen, schwächen wir sie Stück für Stück gründlichst in ihrer Gesundheit, indem wir sie wachsenden seelischen, körperlichen Dauerbelastungen aussetzen und zerstören damit zugleich die Gesellschaft in ihrem innersten Zusammenhalt. Wir reduzieren Corona-bedingt Krankenhausbetten, verweigern Menschen, wie ich es erleben musste, die dringend nötige Behandlung in der Klinik, sodass ich in meiner Praxis einige Patienten betreuen muss, die dadurch schwere Schäden erlitten haben. Wir sperren Menschen, wie in anderen armen Ländern geschehen, in ihren engen Behausungen ein, wodurch wir sie zur Untätigkeit verdammen und lassen dadurch die ohnehin fragilen wirtschaftlichen Zusammenhänge dieser Länder zusammenbrechen, sodass die Menschen nicht mehr mit den nötigen Medikamenten, Nahrungsmitteln oder Schutzmaßnahmen versorgt werden können und in der Folge für dieses Jahr von der WHO 800.000 statt die üblichen 400.000 Malaria-Tote und ein Vielfaches davon an Hungertoten prognostiziert wurden. Wir lassen die Schüler stundenlang beim offenen Fenster im Unterrichtsraum sitzen und wundern uns, dass plötzlich in diesem Jahr schon im Oktober so viele Jugendliche und Kinder mit schweren Infekten erkranken, wie ich es normalerweise im Oktober nicht gewohnt bin. Da unser PCR-Test, ja, wie wir inzwischen wissen, auch bei unspezifischen Coronaviren anschlägt, wird sicherlich unter diesen kältebedingten Corona-Maßnahmen opfern auch wieder der eine oder andere positive Fall dabei sein. Mit diesem lässt sich die Kurve dann noch weiter nach oben treiben und die Begründung für immer noch absurdere Maßnahmen kreieren. Die Liste der Widersinnigkeiten ließe sich beliebig fortsetzen. Das Paradoxon dabei ist aber, dass wir all diese Dinge unseren Mitmenschen und uns selbst im treuen Glauben auf der richtigen Seite zu stehen antun. Die jüdische Autorin und Beobachterin des bereits erwähnten Eichmann-Prozesses in Jerusalem, Hannah Arendt, kommt in ihren Analysen zum Prozess zu dem auch für sie erschreckenden Ergebnis, dass es im Menschen offensichtlich etwas gibt, was sie die Banalität des Bösen nennt. So wie wir meinen, wir seien ja auf der Seite des Guten, da wir uns für die Gesundheit der Menschen einsetzen und dafür eine große Opferbereitschaft an den Tag legen. So hatte auch Eichmann offensichtlich das Gefühl, sich selbstlos und unermüdlich für eine höhere Idee aufzuopfern. Schließlich war er überzeugt davon, dass er ja im Rahmen seiner Möglichkeiten das Bestmögliche getan habe, indem er sich wenigstens für einen geordneten und damit würdigen Transport der Juden eingesetzt hätte. War es aber seine Pflicht, innerhalb seines gesteckten Rahmens für die bestmögliche Ordnung zu sorgen, oder hätte er sich nicht einmal über das Ganze ein Bild machen müssen, in dem er tätig war? Müssen wir uns als Mensch nicht immer fragen, sind die Ziele richtig und darf ich ihnen dienen, statt uns unkritisch in einem von außen durch das kollektiv gesteckten Rahmen einzuordnen? Und müssen wir uns auch heute nicht wieder fragen, sind die Ziele, die das System verfolgen, dem wir dienen, richtig? Dienen sie wirklich der Gesundheit, Erbauung des Menschen oder erliegen wir nicht doch einem fatalen, uns und unsere Würde zerstörenden Denkfehler, aus dem wir dringend aussteigen müssten, um ganz neu anzusetzen und Ziele, die für das Ganze wirklich wertvoll und stimmig sind, statt jenes immer mehr zu zerstören, zu denken? Ist diejenige Pflicht, die wir tagtäglich als die unsere ansehen, unsere wirkliche, eigentliche Pflicht
Oder wäre diese nicht eine viel größere, übergeordnetere, ganzheitlichere? Was also, wenn wir schon lange wissen könnten, dass die Maßnahmen allesamt bei der Menschheit großen gesellschaftlichen Schaden anrichten, können wir uns, obwohl all die Tatsachen offenkundig und für alle, die sehen wollen, auf dem Tisch liegen, dann, wenn es vielleicht viel zu spät ist, noch immer damit herausreden, wir hätten geglaubt, jene Maßnahmen seien doch zum Guten des Menschen? Hat nicht vor 2000 Jahren einst ein Mensch den Menschen vorgelebt, sich gegenüber Unwahrheiten so zu den eigentlichen Menschheitszielen aufzurichten, dass der Mensch dadurch zu seinem Heil und seiner Würde kommt? Hat nicht auch er aus der Kraft der in ihm wirkenden freien Selbstbestimmung heraus gegen die geltenden Gesetze, insofern sie Unrecht waren, und damit gegen das, was ihm von der Gesellschaft als vermeintliche Pflicht auferlegt worden war, gehandelt? Hat er nicht am Sabbat geheilt, die vermeintlich Unreinen zu sich genommen und die Händler aus dem Tempel gejagt und damit den Zorn derjenigen, die noch im System gefangen waren, auf sich gezogen? Hat er uns nicht gar durch seine Auferstehung gezeigt, dass der, der diesen Weg unbeirrt geht, zwar einiges Leid auf sich nehmen wird, jedoch in diesem Leid nicht zerbrechen, sondern sich selber aufrichten wird? Könnten wir nicht auch, wenn wir alle zusammenwirken würden, die Möglichkeit ergreifen, uns wie er als Individuum und als Gesellschaft aus dieser Krise des Menschseins heraus selbst neu zu schaffen und damit aus der Kraft der freien Selbstbestimmung heraus als Gesellschaft auferstehen? Wenn wir das alle miteinander täten, wenn wir alle, Ärzte, Lehrer, Unternehmer, Arbeitnehmer, Polizisten, Soldaten, Politiker, schon heute uns gegenüber der Unwahrheit, der Macht und der Irrationalität dazu aufrichten würden, unsere kleinen vermeintlichen Pflichten niederzulegen, um stattdessen unsere eigentliche Pflicht zu tun, uns selbstbestimmt und voll verantwortlich für die Erneuerung und Auferstehung der Würde und der wirklichen Gesundheit des Menschen einzusetzen, dann würden wir nicht nur die Spaltung und Polarität in der Gesellschaft überwinden, dann könnte nicht nur dieser ganze Corona-Spuk vorübergehen, sondern wir würden zugleich neue Möglichkeiten kreieren. Wir würden Wege gehen, Wege aufzeigen, wie Menschen zu dem gemeinsamen Ziel und Anliegen einer freieren, gleicheren und brüderlicheren Gesellschaft zusammenwirken können. Um aber jene alten Ideale Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit aus dem Geist des selbstbestimmten Menschen heraus neu auferstehen zu lassen, werden wir einen langen Atem haben müssen. Denn dieser geistige Kampf ist kein materieller Kampf gegen irgendwelche Menschen. Ich glaube nicht, dass unser Gegner die Politiker, die Menschen in der Pharmaindustrie oder ein Bill Gates sind. Unser Gegner ist vielmehr unsichtbar. Es ist ein System der Unfreiheit, welches in jedem von uns wohnt. Im einen mehr, im anderen vielleicht weniger. Und überwunden werden muss. Dieser Kampf Davids gegen Goliath ist letztlich ein Kampf der Freiheit des Geistes gegen das Prinzip der totalen Fremdbestimmung. Um aber zu verstehen, wie David gegen Goliath bestehen kann, möchte ich zum Abschluss ein kleines Beispiel aus der Historie hereinführen. Als die napoleonischen Soldaten einst mit riesiger Übermacht über das Land Russland herfielen und es besetzen wollten, da zündeten die waffentechnisch weit unterlegenen Russen einfach ihre eigenen Dörfer an, um dem Feind keine Zufluchtsmöglichkeit zu bieten, und zogen sich in die Einsamkeit ihrer Wälder zurück. Dort saßen sie an ihren Lagerfeuern und sangen ihre Lieder. Sie erzählten sich ihre Legenden
und schmiedeten ihre Pläne für eine freiere, bessere Zukunft ohne das Joch der Fremdbestimmung. Indes sie sich zwar frierend, aber von dem Feuer ihrer eigenen Ideale und Würde geistig erwärmt, von Beeren und Wurzeln ernährten, verhungerte und erfror der Feind allmählich in den Weiten der russischen Eiswüste, sodass zuletzt doch die Russen in ihrem Kampf Davids gegen Goliath den Sieg davontrugen. Die Russen, denen ihre Würde immer schon wichtiger war als alles materielle Gut, wussten damals aus einer tiefen und uralten Spiritualität heraus, wir werden länger hungern können als unsere Gegner, da wir uns von unseren eigenen Zielen und Idealen geistig erwärmen und ernähren können. So werden auch diejenigen, die die Corona-Fremdbestimmung, die Illusion der Bestimmbarkeit des Menschen durch eine äußere Macht oder durch die Materie eines Virus überwinden wollen, sich ein Stück weit aus jenem System, welches den Menschen noch als abhängig denkt, zurückziehen müssen, um nicht jenes mit der eigenen Energie zu füttern. So wie die Russen im direkten Kampf gegen die napoleonische Armee keine Chance gehabt hätten, so macht es auch wenig Sinn, mit äußeren Mitteln einen ohnmächtigen Kampf gegen ein System zu führen, welches an sich selber festhalten will. Stattdessen aber müssen wir aus der Kraft einer neuen, vollbewussten und praktischen Spiritualität, also aus der Kraft wirklicher Ideale heraus, bereit sein, wo nötig, auch unsere eigenen materiellen Bindungen hinter uns zu lassen und lernen, uns aus demjenigen zu nähren, was unsere Ziele, Ideale und konkreten Ideen für eine wahrere, schönere und bessere Gesellschaft sind. Aus jener Kraft, konkrete Ziele und gut durchgearbeitete neue Ideen für die Zukunft zu denken und konsequent aufrechtzuhalten, also aus der Kraft unserer eigenen Kultur und Geistigkeit heraus, wird es alleine allmählich möglich sein, zukünftig immer mehr Menschen zu berühren und sie zu dem Gedanken der Freiheit und der Selbstbestimmung des Menschen zu führen. So müssen wir, wie die Russen damals an ihren Lagerfeuern, die Kraft unseres Seins künftig aus unseren eigenen Zielen und Menschheitsidealen beziehen und diese im bestmöglichen Zusammenhang mit den wahren Bedürfnissen dieses Menschseins halten. Erst dadurch können wir den längeren Atem haben als die Lüge von der Fremdbestimmung des Menschen. Erst dadurch kann aus der Kraft dieser Ideale und Ideen eine wirklich freie Gesellschaft neu erstehen. Ich bedanke mich für Ihr Zuhören. Interessierte, die diesen Vortrag noch einmal durchlesen wollen, können sich nachher gerne an mich wenden. Und ich gebe das Mikrofon wieder weiter an die Moderation. Der Timo Peitz möchte mich noch fragen, eine Frage stellen, ja? Ja, jetzt haben wir ja gehört, wie das die Russen gemacht haben mit den Idealen. Und ich würde gerne heute die Redner nochmal fragen, was das Publikum denn jetzt nochmal mit nach Hause nehmen kann. Und in dem Fall wäre das eben die Frage, wie kann ich denn jetzt, nachdem ich die Rede gehört habe, meine Ideale finden? Wie macht man das? Haben Sie da vielleicht ein Beispiel dafür? Ja, also auf was müssen wir verzichten? Ich glaube, wir müssen darauf verzichten, einen Anspruch an den anderen zu erheben. Wenn ich ein konkretes Beispiel sagen darf. Wie oft haben wir die Situation, dass wir uns in einem Laden herumstreiten, weil wir keine Maske tragen? Das Problem ist, in dem Moment, wo ich den anderen überzeugen will, wo ich ihm meine Meinung aufzwängen will oder ihn überzeugen muss, dass ich keine Maske trage, in dem Moment habe ich verloren. Das heißt, ich muss auf etwas verzichten. Ich muss auf den Anspruch verzichten, dass ich mein Recht habe. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn wir darauf verzichten und uns stattdessen fragen, warum will der andere, dass ich eine Maske trage? Das heißt, dass wir uns hineinversetzen, zum Beispiel versuchen zu verstehen,
Wie geht's dem? Wovor hat der jetzt Angst? Ja, der hat wahrscheinlich Angst vor seinem eigenen Chef. Der hat Angst vor Sanktionen, vor Bestrafung. Und in dem Moment gehe ich in eine Verbindung zu ihm, in die Beziehung. Sigrun Böhnlein hat vorhin das Ideal der Beziehung beschrieben. Und ich mache immer wieder die Erfahrung, wenn wir in den Laden gehen und angegriffen werden, weil wir keine Maske haben, dann ist es wertvoll, wenn wir gar nicht kämpferisch sind, sondern uns erstmal auch durchaus in einer gewissen Schwäche zeigen und sagen, ja, schauen Sie mal, verstehen Sie doch, mir geht es wirklich nicht gut mit der Maske, aber ich verstehe auch Ihre Position. Ich verstehe zum Beispiel, dass Sie Angst haben. Aber schauen Sie, wenn Sie wissen, dass der, also Sie müssen, also das mit dem Gegner, dem anderen eigentlich beschreiben, wie es uns selber geht, dass er uns verstehen kann, und gleichzeitig geben wir ihm aber auch eine Möglichkeit, wie er sich schützen kann. Ich hatte einmal die Situation, da hat eine Patientin zu mir gesagt, ja, ich habe dann einfach zu der Verkäuferin in der Kasse gesagt, ja, ich verstehe das, wenn Sie jetzt die Polizei holen müssen, ja, weil Sie Angst vor Strafen haben, dann müssen Sie das tun. Und ich glaube, Sie können mich aber auch verstehen, weil ich vertrage das nicht, mir wird so schwindelig mit der Maske. Und das war genau der Moment, wo sie plötzlich die andere Seite berühren konnte. Das Spannende war in dem Moment, wo sie gesagt hat, ja, ich verstehe das, wenn Sie die Polizei holen mögen, ich verstehe Ihre Position. Und ich verzichte darauf, mein Recht durchzusetzen. In dem Moment ist die menschliche Beziehung hineingekommen und die Verkäuferin konnte zurückrudern und hat gesagt, nein, nein, ich will jetzt die Polizei gar nicht holen, ich verstehe Sie schon, schauen Sie, jetzt machen wir den Deal fertig und dann ist alles gut. Versteht ihr, was ich meine? Also wir müssen auf den Anspruch verzichten, wir müssen auf das Recht haben wollen verzichten, wir müssen das Recht leben, und das rechte Leben heißt eigentlich immer, dass wir die andere Seite verstehen müssen. Das heißt, wir müssen auch diejenigen verstehen, die beispielsweise jetzt wirklich Angst vor Corona oder Bestrafungen haben. Wir müssen verstehen, dass die Menschen, die wie wir vielleicht noch nicht sehen, dass hinter diesem System etwas ziemlich Abgründiges steckt, dass die Menschen, die noch immer glauben an eine Politik, die sie beschützt, eine Kirche, die sie beschützt, an ein System, was gut ist, was wahr ist, dass diese Menschen furchtbar Angst haben, diesen Gedanken loslassen zu müssen. Sie haben furchtbar Angst, diesen Glauben an das Gute der Welt zu verlieren. Kennen wir das nicht selber auch, diesen Moment, wo wir alle aufgewacht haben, sind und gemerkt haben, ah, was ist in diesem Lande eigentlich los? All das, worin ich bisher geglaubt habe, ja, ist vielleicht gar nicht so, wie ich es geglaubt und gehofft habe. Das heißt, wir stehen plötzlich in einem Nichts, weil wir müssen plötzlich aus uns selbst heraus eigene Ideale erzeugen. Wir können uns nicht mehr auf jemanden verlassen, der für uns das Gute oder Wahre will. Wir können nicht mehr Mutter Merkel sozusagen offen, dankend oder wie auch immer sozusagen bitten, dass sie uns hilft, sondern wir müssen uns selber neue Ziele setzen. Und das ist ein Moment, wo der Moment plötzlich wie im Nichts steht, wo er das Gefühl hat, alles, was mich getragen hat, bricht mir weg. Und jetzt ist unsere Aufgabe, dass wir die andere Seite verstehen, weil 90% der Menschen, die fühlen das noch. Die fühlen sozusagen, das kann nicht sein, da bricht mir meine Welt zusammen, und sie haben noch gar nicht die Substanz, sie haben noch nicht in sich die Kraft, sich aus sich selbst heraus neue Ziele zu geben. Sie brauchen noch jemanden, der für sie sorgt. Ja? Und wenn die Menschen Angst haben, aus diesem System auszuscheren, dann ist es unsere Aufgabe, dass wir die Menschen verstehen und sie nicht verurteilen. Wir dürfen den anderen nicht verurteilen. Der Samuel Eckert, den kennt ihr sicher alle, der sagt das immer so wunderschön, der sagt, ja, der Christus hat den anderen nicht verurteilt. Ja? Der hat gesagt, als die Ehebrecherin sozusagen von den Menschen gesteinigt werden sollte, wer ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. Also unsere Aufgabe ist nicht, den anderen zu verurteilen, weil wenn wir ihn verurteilen oder wenn wir Forderungen an ihn stellen, wenn wir sagen, schließ dich an, ich sage das jetzt einfach mal so, das geht nicht, wir können nicht sagen, schließ dich an, wir können niemanden auffordern, sich anzuschließen, sondern wir können ihn nur so berühren, dass er selber die Kraft entwickelt, sich aus seiner eigenen Freiheit anzuschließen, weil er an uns etwas erlebt, was schön ist, was wahr ist, was integer wirkt. Das heißt, wir können nur durch das Vorbild wirken, aber wir können nicht durch Erwartungen, Forderungen sozusagen wirken, weil dadurch wird sie die Gesellschaft polarisieren. Also es ist sogar unsere Aufgabe, wenn ich das noch sagen darf, dass wenn wir angegriffen werden, dass wir versuchen zu verstehen, warum greift denn der Gegner mich eigentlich an? Weil in dem Moment kommen wir in die Souveränität. Vielleicht kennt ihr Viktor Frankl. Viktor Frankl war ein Psychiater im Konzentrationslager. Der hat ein Buch geschrieben nachher und hat eben sich gefragt, warum habe ich eigentlich überlebt? Und er beschreibt,
dass er einmal von den Nazis zu Boden geschlagen wurde und völlig verzweifelt war, aber in dem Moment hat er sich innerlich zu seiner Würde aufgerichtet und hat sich nicht zerstören lassen, sondern er hat sich gefragt, was kann passieren, wie kann das sein, dass ein Mensch wie dieser, der mich zusammenschlägt, zu dieser Bestialität fähig ist. Also er hat sogar versucht, im Moment denjenigen, der ihn zusammengeschlagen hat, zu verstehen. Er wollte verstehen, was fehlt dir, was fehlt diesem deutschen Volk, so hat er sich gefragt in dem Moment, wo er am Boden lag, dass es zu dieser Bestialität verkommen konnte, was fehlt ihm. Und in dem Moment kam ihm ein Gedanke und das war der Gedanke, ja, diesem Volk fehlt sein eigenes Ideal, seine eigene Kultur, seine Dichter, seine Denker, das fehlt ihm. Und indem er so dachte, da strahlte er plötzlich etwas aus, was den anderen nicht verurteilt hat. Er hat sich sogar empathisch in den Nazi reinversetzt. Das muss man sich mal denken. Er hat für den etwas gedacht, was der eigentlich braucht. Was braucht die Seele dieses Menschen, dass er mich so zusammenschlagen muss? Diese geistige Größe konnte er entwickeln in dem Moment. Und er beschreibt, dass er dadurch etwas ausgestrahlt hat, dass er sogar den Gegner, den Nazi, tief in der Seele irgendwie berühren konnte. Und dieser plötzlich Respekt bekam vor ihm. Und so beschreibt Viktor Frankl, dass immer um ihn herum in dem KZ so etwas wie eine Schönheit, ein Frieden, erlebte etwas, erlebte sein Ideal und eigentlich tat ihm niemand etwas an. Und er sagt, das war das Geheimnis, warum ich überleben konnte. Also unsere eigenen Ideale, unsere Liebe, unser Verständnis der Gegenseite und dass wir für die Gegenseite etwas bereithalten, was die Gegenseite selber noch nicht kann. Das ist das, was wir hier lernen müssen und das meine ich mit den Idealen. Gut. Vielen Dank, Herr Dr. Edrich, für die tolle Ausführung. So eine Demo oder so eine Kundgebung kostet nicht nur extrem viele Nerven, wie ich mitgekriegt habe, und Mühen und auch ist auch immer wieder sehr viel Arbeit, sondern es kostet auch immer wieder ein bisschen Geld. Und deswegen laufen jetzt drei kleine Helfer in Warnwesten durch das Publikum mit einer Spendenbox, wo ich euch doch darum bitten würde, eine kleine Spende für die Organisation, für die Kosten, die entstanden sind, zu geben. Danke. Und dann wird es ja langsam auch kühl, deswegen machen wir jetzt einmal den Helikopter, damit wir sehen, ob auch der Abstand noch da ist. Und die Bewegung hält uns dann auch ein bisschen warm, hoffentlich. Man kann vielleicht auch ein bisschen hüpfen, das Ganze gestalten, genau. Aber es ist wichtig, damit wir weitermachen können, eben den Abstand zu wahren. Danke. So, und dann darf ich den nächsten Redner ankündigen, den Herr Kessler. Liebe fragende, suchende, besorgte Mitbürger, Herr Edrich hat eben ein großes Bild dieser tyrannischen Zeit aufgezeigt, wo, denke ich, viele mittlerweile oft in die Situation kommen, sich ohnmächtig zu fühlen. Wie ist das Ganze noch abwendbar? Ich möchte nur zu den Zeichen der Zeit nur wenige Fakten noch hinzufügen, um dann auf den eigentlichen Geisteskampf einzugehen. Diese hochgepeitschte, inszenierte Pandemie, das legen die Fakten mittlerweile klar, sind durch verschiedene Ergebnisse deutlich. Eines, das Robert-Koch-Institut hat selber schriftlich festgelegt, dass zwischen KW 16 und KW 35 zwischen Anfang April und Ende August in Deutschland kein SARS-CoV-2-Virus nachgewiesen werden konnte. Das sind 4,5 Monate. Und in dieser Zeit wurde die Maskenpflicht eingeführt und wurden die Tests auf über 1 Million pro Woche erhöht, obwohl nichts vorlag. Daran wird deutlich, dass es um eine ganz andere Intention geht. Der PCR-Test wurde auf eine Kalibrierung von über 45 Verdopplungen hochgefahren,
Das weiß jeder, dass das wissenschaftlich nicht zulässig ist. Und er dann eine viel zu hohe Falsch-Positiven-Rate hat. Neueste Studien besagen, dass 97% der Tests falsch-positiv sind. Das zweite ist die Maske. Es gibt keinen Hinweis, dass die Masken in Bezug auf den Virenschutz überhaupt helfen. Aber es gibt viele Hinweise, dass sie gesundheitsschädigend und traumatisierend wirken. In dieser Kürze möchte ich darauf hinweisen, es geht letztlich um Manipulations- und Machtinstrumente mithilfe der Maske und der Tests. Das heißt, diese Elemente werden von der Regierung, und die Faktenlage ist mittlerweile eindeutig, dazu missbraucht. Es gibt mittlerweile Forscher, die nachgewiesen haben, dass der Plan für das Geschehen, was sich gerade ereignet, schon 25 Jahre vor begonnen wurde zu planen. Und der Plan in Kürze wurde schon zu Beginn im März von der Regierung festgelegt. Erste Welle, zweite Welle, Impfung. Erster Lockdown, zweiter Lockdown, Impfung. Und das wird gnadenlos durchgezogen. Was ist hier notwendig? Das eine ist das, was immer mehr zugenommen hat, der gewaltlose Widerstand. Herr Wüppesaal, der Bundessprecher der kritischen Polizisten, sprach kürzlich davon, dass er tief beeindruckt ist von dieser authentischen Friedenskraft. Die einzigen Störaktionen geschehen in der Regel von der Polizei, die von oben dazu instruiert wird. Die zweite Notwendigkeit ist ein hohes und intensives Engagement auf der Rechtsebene. Die Demokratie wird, wenn überhaupt, nur noch über den Kampf auf der Rechtsebene zurückerobert werden können. Und das dritte ist das, was ich nenne, die geistige Substanzbildung. Dieser Virus wurde mit einer teuflisch genialen Idee eingeführt, der todbringende Virus. Es gibt ein Märchen der Gebrüder Grimm, da heißt es in dem Gevatter Tod, dass der Tod Pate von dem Kind wird. Das wird er von jedem Kind. Und es heißt dann, du musst dir den Tod zum Freund machen. In dem Moment, wo der Tod zum Paten, zum Freund wird, erhält man überhaupt erst den Schlüssel zum Leben. Das heißt auch das Lebenskraut, was hilft zu heilen. Wenn ich mir den Tod zum Feind mache, dann lande ich in der Viruspanik. Ich sage es noch in einer anderen Weise. Wenn in dieser Gesellschaft genügend freie Geister vorhanden wären, dann hätte dieses Corona-Verbrechen keine Chance gehabt. Womit haben wir es hier zu tun? Es wird wichtig sein, aber nicht das Ausschlaggebende, zu sagen, die Regierung muss weg. Dann kommen neue Marionetten. Es ist mehr zu befragen, welcher Geist wirkt hier. An Ostern waren alle christlichen Gottesdienste verboten. Aber es gab eine Osteransprache von Bill Gates über 10 Minuten im ARD, wo er die neue heilsbringende Botschaft verkündet hat, die Impfung für die ganze Welt. Und wenn man befragt, was ist das für ein Geist, der dann auch sagt, wir müssen 7 Millionen Impfgeschädigte und Tote in Kauf nehmen, dann ist das ein Geist der Menschenverachtung und der Empathielosigkeit. Und nimmt man die anderen Phänomene hinzu, wie mit Schockwirkung und Angst diese Panik hochgezüchtet wurde,
dann regiert im Moment hier ein Geist der Verachtung, der Angst, der Täuschung, der Spaltung, der Diffamierung, der Denunziation, der Zensur, des psychologischen Krieges. Und das wuchert wie ein Krebsgeschwür. Und um den Geist noch näher zu definieren, kann man in den Faust von Goethe hineinschauen. Da gibt es eine Situation, wo Gretchen mit Faust zusammensitzt und es ist Mephisto in der Nähe. Und dann sagt Gretchen, seine Gegenwart schnürt mir das Innere zu. Und das, was wir im Moment in Deutschland und weltweit erleben, schnürt uns das Innere zu. Wenn ich jetzt zu einem Bezug zur nationalsozialistischen Zeit übergehe, dann ist das in keinster Weise äußerlich gemeint, sondern im Blick auf die Geistigkeit. 1920 wurde eine Persönlichkeit geboren, Hermann Kügelhaus, der mit 17, 1937, in einem Elite-Gymnasium eine Abiturrede zu halten hatte. Er stellt sich als 17-Jähriger an das Pult und beginnt seine Rede mit dem Titel »Der Machthaber und die Masse«. Und er definiert dieses Phänomen der blinden Macht als ein kosmisches Karzinom, ein kosmisches Krebsgeschwulst, eine wuchernde Energie, die die menschliche Substanz befällt. Diese kann man nicht durch Angriff überwinden, sagte er, auch nicht durch einfach Erdulden, sondern nur die geistige Intensität des Gottesopfers auf Golgatha bewirke die Wende. Sie zerstrahlt allein das Karzinom. Und er führt weiter aus. Sie müssen sich vorstellen, in diesem Elite-Gymnasium saß die ganze Riege der nationalsozialistischen Größen vor ihm. Er führt weiter aus, dass es keinen Sinn macht, allein die Schuldigen zu beseitigen. Damit ist nichts getan. Was hilft? Jeder Einzelne muss sein Verhältnis zum Universum, zur göttlichen, geistigen Welt erneuern. Das allein schaffe das wirksame Gegenkraft und Gegengift gegen dieses Karzinom. Die Seele eines jeden Menschen, sagt er, ist dieses Hauptschlachtfeld, wo dieser Kampf auszutragen ist. Und er sagt, die Menschen kennen sich überhaupt nicht. Würden sie sich kennen, dann wüssten sie, wie Krieg entsteht. Und er fordert die Erweiterung der Staats- und Menschenkunde durch den Begriff des Dämonischen. Dieser 17-Jährige war eine Persönlichkeit mit einem unerschütterlichen Ja zum Leben, aber mit einem unglaublichen zeitdiagnostischen Blick. Ich möchte auf eine zweite Persönlichkeit hinweisen, die ebenfalls dieses Dämonische im Zeitgeschehen darauf hingewiesen hat, Sophie Scholl. Sie spricht von den unheilvollen Taten durch Menschen, die nicht Herr über sich selber sind und nicht über ihre Taten sind, sondern wie von einer blinden Macht, von einer dämonischen Macht getrieben. Sie nahm das auch wahr bei der Maschinenarbeit, wo die Maschine zum Tyrannen über den Menschen wird. In dem Moment wirke ebenfalls eine dämonische Kraft. Hans Scholl, ihr Bruder, beide wurden 1943 hingerichtet, im gleichen Jahr, wo Hermann Kügelhaus bei Hilfsarbeiten zu Tode stürzte. Er sprach davon, es gibt Momente, wo man so frei und mächtig auf das Lebensziel, auf das Ideal zugeht. Und dann gibt es Momente, wo Dämonen am Werk sind, einen zu sich herabziehend ins Ungewisse, im Strom ohne Richtung. Und er spricht von der realen Existenz dämonischer Mächte,
als Hintergrund des äußeren Geschehens. Herr Edrich hat vorhin davon gesprochen, von dem Phänomen, was passiert, wenn ein Mensch versucht, einen anderen Menschen zu überzeugen, ihm seine Meinung aufzuzwingen. Die moderne Geisteswissenschaft spricht davon, in dem Moment, wo das geschieht, züchtet man Dämonen, entstehen Dämonen. Und wenn man jetzt schaut, was geschieht gerade in Deutschland, was geschieht auf der ganzen Welt durch diesen Zwang, der von oben gesetzt wird, es entsteht ein gewaltiger geistiger Kampf. Hans Scholl hat aber noch eine andere Erfahrung gemacht. Er hat im Hingehen auf den Tod durch das Schafott tiefe geistige Erfahrungen durchgemacht, die sich in den Worten manifestieren: Mir ist in diesem Jahr der Christus neu geboren worden. Europa wird in diesem Licht sich wenden müssen. Und die Reinheit der Gesinnung lassen wir uns von niemand antasten. Unsere innere Kraft und Stärke ist unsere stärkste Waffe. Und wenn man das dann beobachtet, kann man sagen, die Angst geht einher mit der Wirkung des Dämonischen, während die Verbindung zur göttlich-geistigen Welt und zu jedes Einzelnen zu seinem Schutzengel ist eine Welt der Bejahung, des Vertrauens und der Daseinstragekraft. Und diese Welt spricht: Fürchte dich nicht. Was wäre, wenn dieses gewaltige Lügengebäude heute einstürzen würde? Was wäre dann morgen? Hätten wir als Menschheit schon die geistige Substanz gebildet, um die Pädagogik, die im Moment die Kinder zu Denunzianten und zu Diffamierern erzieht, hätten wir die Kraft, die Pädagogik neu aufzubauen, den Staatsorganismus neu aufzubauen, das Medienwesen, was im Moment eine Lügenquelle ist, hätten wir die Kraft, das neu aufzubauen, sodass es tragfähig wird. Es gilt, den Menschen wieder überall in die Mitte zu stellen. Und der Mensch ist eben nicht nur ein physisch-materielles Wesen. Er ist nicht nur ein seelisches Wesen. Er ist eben auch ein geistiges Wesen. Und der Lebensraum des Menschen als geistiges Wesen ist die Freiheit. Die letzten Worte von Hans Scholl, bevor er seinen Kopf selber auf das Schafott legte, waren: Es lebe die Freiheit. Und die Grundmaxime des freien Menschen lautet: Leben in der Liebe zum Handeln und leben lassen im Verständnisse des fremden Wollens. Das ist die Grundmaxime des freien Menschen. Und der Apostel Paulus, der hat in einem Brief an die Menschen in Ephesus von der geistigen Waffenrüstung gesprochen, die wir benötigen in diesem gewaltigen geistigen Kampf. Und da diese geistige Waffenrüstung zugleich helfen kann, die geistige Substanz zu bilden, die wir brauchen, um die Gesellschaft neu aufzubauen, denn sie wird neu aufzubauen sein, werde ich jetzt zum Abschluss dieser Rede einen Hinweis geben von der geistigen Waffenrüstung, von der Paulus spricht. Stehet fest, an den Hüften gegürtet mit Wahrheit. Leget den Brustpanzer des wahren höheren Seins an. Beschuhet die Füße mit der Bereitschaft, Frieden zu verbreiten, als die Botschaft, die von den Engeln kommt. Und diese Qualität kann man in vieler Weise in den momentanen gewaltlosen Demonstrationen schon erleben. In allen Taten hebet den Schild des Glaubens empor, durch den ihr auslöschen könnt alle glühenden Geschosse des Bösen. Nehmt in euer Denken die Gewissheit des Heiles auf. Sie bewahrt euer Haupt gleich einem Helm.
Ergreifet das Schwert des Geistes, welches ist das Wortwirken Gottes. Und Paulus spricht davon, diese Rüstung soll euch in allem begleiten, auf dem Kampfplatz der Seele, in jedem Bitten und Beten. Das heißt, in allem, was wir nach außen tun, in allem, was wir innen pflegen. Das wird die geistige Substanz sein, die wir jetzt brauchen und die wichtig sein wird, die Gesellschaft neu aufzubauen. Ich danke Ihnen. Ja, danke, Herr Kessler, für diesen tollen Beitrag. Ich bin schon ganz am Anfang hellhörig geworden, als es um die Angst und den Tod ging. Und daher meine Frage an Sie wäre, wie überwindet man denn die Angst vom Tod, vom Sterben? Die Angst vor dem Tod, ich gebe vielleicht ein Bild. Der Patenonkel meiner Tochter hat ein Germanistikstudium durchgemacht und als dann der Punkt auf ihn zukam, nach dem Referendariat sich nun vereidigen zu lassen, Staatslehrer zu werden, dann ging es ganz heiß durch ihn durch und er sagte sich, Moment, ich kann doch eigentlich noch gar keine Kinder erziehen. Und ich habe gefragt, wieso warst du an dem Punkt, dass du noch keine Kinder erziehen kannst? Weil ich mein Verhältnis zum Tod noch nicht gelöst habe. Und dann hat er die Möglichkeit, jetzt mit sehr hohem Gehalt beim Staat arbeiten zu können, fallen gelassen, ist für über ein Jahr nach Costa Rica gegangen und hat mit Eingeborenen in der Wildnis gelebt, bis er an den Punkt kam, wo er merkte, jetzt ist er so weit, dass er mit dem Tod leben kann, ohne dass der Tod ihm Angst macht. Er kam zurück und wurde Schuster. Sehr schön. Danke. Ja, so kann man es natürlich auch machen. Ich möchte an dieser Stelle vielleicht einfach mal mitteilen, wie es ich gemacht habe. Denn ich habe auch schon schwere Verletzungen hinter mir, schwere Unfälle. Und habe mir dann irgendwann bewusst gemacht, dass hätte der Tod mich holen wollen, hätte er das schon lange hätte machen können. Aber hat er noch nicht. Also lebe ich noch und daher muss ich mir auch keine Angst drum machen, weil wenn es dann soweit ist, ist es einfach soweit. Gut, der nächste Sprecher ist dann Markus Heinz. Gehen die beide? Ja. Besser? Gut, dann nehme ich das bessere Mikro. Ja. Besser. Okay. Passt. Gut, hallo Arlen. Ich war schon eine Weile nicht mehr hier. Aber es ist schön, mal wieder da zu sein. Ja, für die, die es nicht wissen, Arlen war meine erste Anwaltsstation. Ich habe hier ja, 4 Jahre lang fast gearbeitet. Nicht weit von hier. Deswegen ist es auch mal schön, wieder nach Arlen zu kommen. Auch wenn mir natürlich ein anderer Anlass lieber wäre und nicht nunmehr seit 7 Monaten auf die Straße zu gehen. Um für unsere Rechte zu demonstrieren, die eigentlich, ja, der eine würde sagen, Gott gegeben, andere würde sagen, ja, in einer Verfassung, in einem Grundgesetz verankert, die man nicht diskutieren sollte, aber jedenfalls haben wir diese Rechte. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass das so lange geht, aber meine Energie ist noch da und eure ist auch da. Und wir werden mehr, auch wenn wir natürlich noch zu wenige sind, da kommen wir nachher noch drauf, weil halt viele nach wie vor Angst haben. Und ich habe jetzt gerade, ich bereite meine Reden ja eigentlich nie so richtig vor, zumindest in den letzten Monaten, weil es tut sich meistens sehr viel in den letzten Minuten. Jetzt habe ich gerade zum Beispiel mit einem Herrn von der Schwäbischen geredet, der mich dann gefragt hat, wo immer diese, ja, diese Dritte Reich-Vergleiche herkommen, Sophie Scholl, Hannah Arendt und teilweise auch DDR. Und das würde er nicht verstehen, deswegen würde ich das Thema jetzt einfach mal so ein bisschen vorziehen, warum das manche Leute eben anbringen. Ja?
Zunächst mal muss man ja sagen, dass wir in der Schule eigentlich immer so ein bisschen gelernt haben und ich habe tatsächlich in der Schule ganz gut aufgepasst und gerade im Geschichtsunterricht durfte ich immer schlafen, weil ich es besser wusste als der Lehrer. Hat man ja immer so ein bisschen gelernt während den Anfängen. Und ich kann sehr viel nachvollziehen, dass Menschen, gerade die in Diktaturen gelebt haben, und die letzte Diktatur in Deutschland ist jetzt 31 Jahre her, das ist noch nicht so lange her, das war keine totalitäre wahrscheinlich, aber es war jedenfalls eine. Und es gibt natürlich momentan eine Menge Parallelen zu einem autoritären Staat. Es ist ein bisschen besser geworden in Deutschland in den letzten Wochen, muss ich auch sagen, das freut mich auch. Aber ich meine, dadurch, dass ich jetzt schon relativ lange auf der Straße bin, habe ich halt tatsächlich die Möglichkeiten, mit dem Neffen von Sophie Scholl zu reden, ja. Ich habe kürzlich das Angebot gekriegt, mit einem Verwandten von Stauffenberg zu reden und das werde ich in Kürze auch tun. Und eben diese Menschen, also die diese Widerstandskämpfer gekannt haben oder mit denen verwandt waren, wenn die dann auch sagen, hier läuft was in die falsche Richtung, ohne jetzt Vergleiche zu ziehen, aber hier läuft was in eine falsche Richtung, die nicht mehr wirklich demokratisch ist, dann sollte man hellhörig werden. Dann sollte man nicht sagen, um Gottes Willen, wie kann man sowas vergleichen? Nein, man hält sich dann einfach mal an die Fakten, an die Definitionen und beobachtet es. Und für alle, die das jetzt so nicht sehen können, ja, also ich habe das vor einer Weile mal recherchiert, ich versuche ja dann einfach so ein bisschen juristisch sachlich zu bleiben, habe mir dann Merkmale von einer Staatsform, die sich nicht Demokratie nennt, mal so rausgesucht, nur dass er das mal, dass ich es etwas verklausuliert sage. Und offizielle Quelle, Landeszentrale für politische Bildung Brandenburg, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ja, Gewaltenteilung findet nicht statt. Ja, das ist ein Merkmal einer Diktatur. Das Gute ist jetzt, die Gewaltenteilung ist dadurch, dass wir jetzt im Bundestag wieder zum ersten Mal seit 6 Monaten diesen Wahnsinn abgestimmt hatten, ein bisschen mehr gewährleistet. Das heißt, das ist in den letzten Wochen besser geworden. 6 Monate hatten wir in Deutschland keine Gewaltenteilung. Gewaltenteilung ist ein Kernelement einer jeden Demokratie. Wenn diese dauerhaft oder länger nicht gewährleistet ist, dann ist das eine Gefahr. Auf diese Gefahr sollte man hinweisen, das habe ich getan. Und das tun inzwischen sehr viele Juristen, Professoren, die, also Staatsrechtler, Verfassungsrechtler, die sicherlich vom Recht mehr Ahnung haben als ich. Und wenn die das tun, dann sollten wir zuhören, weil die wissen, wovon sie sprechen. Ein ganz wichtiges Merkmal von einer Nicht-Demokratie, ich formuliere es jetzt mal andersrum, Grundrechte werden abgeschafft. Ich meine, da kann keiner ernsthaft sagen, auch wenn das momentan nicht dauerhaft ist, aber dieser Zustand soll doch, wenn ich der Politik Glauben schenke, längere Zeit so bleiben. Ich habe kürzlich bei Donau 3 FM mit Dr. Nüßlein gesprochen. Es ist ein CSU-Abgeordneter, stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Deutschen Bundestag. Und er hat eigentlich ganz klar gesagt, dass künftig über das Hausrecht dann Menschen halt eben diskriminiert werden können. Und das schränkt nun mal unser aller Grundrechte zumindest mal ein. Also wer sich nicht impfen lässt, Qantas ist da jetzt vorangegangen, ja, die hat gesagt, die befördern niemanden mehr, der sich nicht impfen lässt. Das ist natürlich dann auch eine durch den Staat zumindest tolerierte, auch wenn es jetzt um Australien geht, aber das wird bei uns ganz genauso kommen und die Politik sagt das sehr, sehr deutlich. Das ist eine Abschaffung, eine teilweise Abschaffung von Grundrechten. Und das, was wir momentan haben, dieses angeblich über allem stehende Dogma, dass es darum geht, jedes einzelne Leben zu schützen. Ja, das ist schon der Fall. Das heißt aber nicht, dass das einzigste Grundrecht ist, das wir in einem Staat noch haben. Aber das ist das, was unser Staat momentan macht. Er behauptet, er schützt hier die körperliche Unversehrtheit. Er liefert für nichts von dem Argumente. Ja, ich habe kürzlich eine Diskussion gehabt in Kempten war das mit dem Herrn Pohl, das ist ein Landtagsabgeordneter, auch Jurist. Da ist es auch auffällig, dass bisher nur Politiker mit mir diskutiert haben, die Volljuristen sind. Das ist spannend, alle anderen trauen sich offenbar nicht. Und beim Herr Pohl war das auch das gleiche Thema. Er konnte es einfach nicht belegen. Ich habe ihn 3 oder 4 Mal im Rahmen dieser Diskussion gefragt, wo ist die Rechtfertigung für Ihre Maßnahmen? Sie behaupten, Masken helfen. Das war einfach mal so eine Idee. Irgendein Arzt hat ihm das vorgeschlagen.
Das fand er dann gut, dann hat er das seinen Landtagskollegen vorgeschlagen. Irgendwann hat es die Frau Merkel mitgekriegt und seitdem müssen alle Masken tragen. Ob das irgendwas hilft, weiß keiner. Eine dänische Studie, die kürzlich rauskommt oder kam, sagte zumindest eindeutig bezüglich des Eigenschutzes, tut's das nicht. Jetzt hat das Deutsche Ärzteblatt dazu gesagt, naja, daraus kann man ja noch nicht ableiten, dass es einen Fremdschutz gibt. Ja, das mag sein, aber beweist ihr mir doch bitte, dass diese Maßnahmen überhaupt irgendwas gebracht haben. Und ich meine, ich stelle diese Frage ja nicht zum ersten Mal. Das ist übrigens auch wichtig, wirklich den Menschen Fragen zu stellen und nicht einfach zu sagen, ich habe recht. Ja, das ist auch für Juristen immer schwierig, weil wir kriegen das so ein bisschen in die Wiege gelegt. Und dann habe ich diesen Abgeordneten mehrfach gefragt, was haben denn ihre Maßnahmen bewirkt? Ja, da ging es dann ums Verhältnismäßigkeitsprinzip, das hat er sauber runtersubsumiert. Und der erste Punkt bei einer jeden Verhältnismäßigkeitsprüfung ist Geeignetheit des Mittels. Und dann habe ich dem Herrn Pohl gesagt, Herr Pohl, Ihre R-Kurve, die ging schon 2 Wochen vorher runter. Und dann haben Sie einen Lockdown gemacht. Damit ist in jeder juristischen Klausur die Prüfung beendet. Geeignetheit minus, Maßnahme unverhältnismäßig, staatliche Maßnahme rechtswidrig, Lockdown sofort aufheben. So hätte man es juristisch machen müssen. Und trotz dreimaligen Nachfragen hat mir der Kollege natürlich, weil er die Antwort kennt, eben nichts dazu gesagt, sondern wie jeder Politiker das gerne macht, er weicht der Frage aus. Und das ist natürlich ein bisschen schade, weil letztlich der Staat muss seine Maßnahmen rechtfertigen. Der Staat kann nicht einfach sagen, ich bin der Staat, ich gebe euch Regeln und ihr haltet euch dran. Und wenn ihr das nicht tut, dann kommen diese Damen und Herren, die Bürger in Uniform und Schwarz, und setzen diese Regeln durch. Das ist das Verständnis von vielen unserer Politikern, weil inzwischen gibt es wieder eine Opposition in diesem Land. Das wäre auch ein weiteres Merkmal, dass es in die richtige Richtung geht. Viele Politiker meinen einfach, wir schreiben irgendwas in ein Gesetz oder in eine Verordnung oder in eine Allgemeinverfügung und dann habt ihr zur Spur. Und wenn ihr das nicht tut, kommen diese blauen Autos. Manchmal haben die Damen und Herren blaue Uniformen. Auf einer Demo haben sie eher Kampfuniform, was zwar so ein bisschen vorgeschrieben ist, was ich aber doch immer so ein bisschen befremdlich sehe, weil das erinnert mich eher an den Kriegszustand und das ist wahrscheinlich auch ein Grund, dass sich viele Menschen davon abschrecken lassen, auf eine Demo zu gehen, weil diese Ausrüstungsgegenstände, die die Polizei heutzutage auf so einer Demo anziehen muss, ich glaube nicht, dass das viel Spaß macht, mit dem Zeug rumzulaufen, gerade in einer Stadt wie Aalen, das ist natürlich absolut lachhaft, ja. Wo ist hier eine Gefährdungslage, dass man aufmarschieren müsste, wie im Krieg? Also, ich verstehe es nicht. Das ist jetzt keine Kritik an der Polizei, das ist eine Kritik an der Politik und an der Polizeiführung, nur dass wir uns da richtig verstehen, weil ich nehme es sehr wohl zur Kenntnis, dass die Stadt Aalen vernünftiger ist als manche andere Stadt, zum Beispiel die Stadt Ulm. Da haben wir uns immer an alle Regeln gehalten. Und zur Belohnung sind wir jetzt die Einzigsten, jedenfalls bis ich das vor Gericht kippe, das wird in den nächsten Wochen der Fall sein, die in Ulm eine Maske in der Innenstadt tragen müssen. Alle anderen, die in der Stadt sind, müssen das nicht. Die müssen das nur, wenn sie keinen Abstand halten können. Bei 7000 Quadratmetern auf dem Ulmer Münsterplatz mit 400-500 Leuten kann man das. Aber zur Belohnung, dass wir immer brav gespurt haben, müssen wir dort jetzt Maske tragen. Und da fragt man sich dann manchmal schon, was sich die Politik eigentlich denkt. Ich kann ja einfach irgendwelche Regeln schaffen, ohne Sinn und Verstand. Ich habe jetzt leider ein bisschen Probleme im Wind, aber das kriegen wir auch noch hin. Muss nicht immer alles perfekt laufen. Haben wir irgendeine Klammer oder? Ah, Wäscheklammer, sehr schön. Gut. So. Gut, das macht die Arbeit einfacher. Ja, ich schweife so ein bisschen ab. Aber ich bin gerade immer noch so an diesen Vergleichen, weil ich finde, das ist ein wichtiges Thema, weil die Menschen machen diese Vergleiche nicht ohne Grund. Diejenigen, die diese Vergleiche machen, haben meistens relativ lange studiert, haben sich mit der Geschichte befasst, haben teilweise Geschichte studiert, haben Recht studiert. Und das ist was, das nimmt man nicht unbedingt leicht in den Mund. Aber wenn man einfach mal bei den Definitionen bleibt, sollte man zumindest vorsichtig sein. Ja, ich war ja bei den Grundrechten, die werden seit Monaten abgeschafft. In der juristischen Literatur gibt es da richtig viel Diskussion inzwischen drüber. Und um das Thema mal zum Abschluss zu bringen, die körperliche Unversehrtheit ist ein Abwehrrecht
gegen den Staat. Es ist kein Recht des Staates, autoritäre Strukturen aufzubauen, was er momentan leider tut, alles Mögliche durchzusetzen, Macht auszubauen und sagen, wir schützen euch und deswegen müsst ihr alles tun, was wir sagen. Das ist das Gegenteil von Demokratie. Ja, es gab noch so ein paar andere Merkmale. Eine Ideologie wird zur Herrschenden und beansprucht alle Bereiche des menschlichen Lebens. Das war auch in anderen Staatsformen häufiger der Fall. Kann, glaube ich, keiner ernsthaft bestreiten, dass diese Ideologie, die wir momentan haben, nämlich, dass die Pest vor der Tür steht, durch irgendeine Art von Coronavirus, das mit irgendeinem PCR-Test vielleicht nachgewiesen wird oder vielleicht nicht, ja, wir wissen inzwischen, dass es nicht so ist, dass das alle unsere Lebensbereiche bestimmt und das seit nunmehr 8 Monaten, das ist ein ganz klar antidemokratisches Signal. Was auch ein, das ist kein Grund zum Jubeln, das ist ein Grund zum Buhen. Ja, ist ja so. Und was auch ein ganz klares antidemokratisches Merkmal ist, ist massive Zensur. Es gibt inzwischen kaum noch einen Kritiker, der nicht bei YouTube zensiert wurde. Es ist völlig egal, ob das der Herr Bakhti ist, ob das ein Professor Kreis ist, der in allen Wirtschaftswissenschaften lehrt, ob das ein Dr. Wodak ist, ob das KenFM ist, ob das Rubicon ist. Es ist völlig egal. YouTube und auch YouTube darf das nicht. Zensiert, was es möchte. Ja? Und der Staat macht weitestgehend mit. Ich habe kürzlich aber einen Anruf bekommen von einem aktiven Richter, der mir da mal ein sehr gutes Urteil gegeben hat und gesagt, versucht es mal auf dem Weg. Aber wir haben in Deutschland eine massive Zensur. Also nicht nur wird falsch berichtet teilweise, sondern es wird vor allem nicht berichtet. Und das ist viel, viel gefährlicher. Weil bei einer Falschberichterstattung, ja, weil viele ja immer Lügenpresse sagen, da kann ich zumindest intellektuell noch schauen, ist das wahr oder ist das nicht wahr. Wenn nicht berichtet wird, dann ist die Information gar nicht da und das ist ein gefährliches Signal. Und was für eine Demokratie auch gefährlich ist, um das heute mal ein bisschen abgeschwächt zu machen, weil man darf nicht immer gleich mit der Tür ins Haus fallen, dann rennen die Leute weg und denken sich, was ist das für ein Idiot, was erzählt der da, wo hat der Jura studiert? Was noch ein weiteres echt gefährliches Signal ist für eine Demokratie, ja, oder das Gegenteil einer Demokratie, wenn es stattfindet, die Macht wird durch außergesetzliche Gewalt staatlicher und parastaatlicher Repressionsapparate abgesichert. Und das ist was, das haben wir momentan massiv. Ich habe schon so viele Gespräche mit der Polizei gehabt, glücklicherweise nicht heute in Aalen, wo mir einfach nur gesagt wurde, wir machen das jetzt. Sie können das ja dann irgendwann überprüfen, Klammer auf, in 3 Jahren, wir machen das jetzt. Es wird teilweise, es gibt Durchsuchungen bei Ärzten wegen Maskenattesten, ja. Es gibt Durchsuchungen bei Menschen, die einen Attest haben, solche, also das, was da in Bamberg kürzlich passiert ist, um so einen Besuch von der Polizei zu kriegen, da hätte der früher ein Kapitalverbrechen begehen müssen. Das ist außergesetzliche Gewalt. Ich bin mir ziemlich sicher, da geht der Herr Innenminister Herrmann her und sagt, das setzen wir jetzt mal durch. Die Vermutung, damit stehe ich nicht alleine. Und das hat mit gesetzlich nichts zu tun. Es wird einfach nur vieles mit roher Gewalt durchgesetzt. Es wird nicht hinterfragt. Und am Ende geht es einfach nur darum, dass man gehorcht. Und warum gehorcht man? Da wäre jetzt auch wieder bei Hannah Arendt, die mal gesagt hat und heute auch schon zitiert wurde, es gibt kein Recht zum Gehorchen und da hat sie recht. Niemand hat das Recht, sich einfach nur auf blinden Gehorsam zu berufen. Und das ist das, was viele Menschen in Deutschland momentan tun. Und das haben auch, das ist objektiv so, die Menschen in der DDR getan, größtenteils. Das haben auch die Menschen im Dritten Reich getan. Man hat einfach gespurt, man hat gehorcht. Und in der DDR war es halt so, wer die Grenze übertreten hat, wurde erschossen. Das war im DDR-Recht richtig. Ist es deswegen recht? Nur weil der Staat sagt, da ist der Feind? Ja, diese Feindbilder werden heute auch aufgebaut. Nein, natürlich ist es Unrecht. Und das hat zum Glück dann auch das Bundesverfassungsgericht oder der Bundesgerichtshof dann am Ende auch entschieden, dass es das eben nicht ist. Ich kann mich nicht einfach nur auf den Staat und seine Gesetze und Verordnungen berufen, weil ab einem gewissen Punkt ist auch das Unrecht. Ja? Da haben die Juristen dann diese Radbruchsche Formel, wo der Ralf Ludwig immer recht viel dazu sagt. Ich kann nicht einfach sagen,
alles, was im Gesetz steht, ist rechtens. Ja? So sollte es grundsätzlich sein, aber den Punkt haben wir leider in vielen Bereichen momentan verlassen und der Staat hält sich auch oft nicht mehr dran. Also es ist durchaus nachvollziehbar, dass da viele momentan echt Probleme sehen und diese Empörung, die da immer passiert. Ja? Ich habe kürzlich mit Jana aus Kassel geredet. Wer kennt Jana aus Kassel? Mal die Hand hoch. Das hat sich gar nicht so weit rumgesprochen. Also Jana aus Kassel hat kürzlich auch einen Vergleich gemacht, der vielleicht ein bisschen unglücklich war. Den hätte man vielleicht anders formulieren können. Ja. Ja, sie hat gesagt, sie fühlt sich wie Sophie Scholl. Ja, zunächst mal kann man sich ja fühlen, wie man möchte. Das geht auch niemand was an. Aber das hat eine Empörung in der Presse ausgelöst, die wirklich, es war überall drin. Und da muss man halt auch die Frage stellen, kann man jetzt einfach auf jeden, der irgendeinen Vergleich zieht, ja, oder sich in einem Widerstand sieht oder geschichtliche Parallelen zieht, kann man auf die Leute immer nur einprügeln und sagen, das ist doch alles Wahnsinn, ihr habt doch was nicht verstanden? Oder sollte man mal kurz drüber nachdenken, vielleicht stelle ich mir mal ein paar Fragen, ja? Vielleicht stelle ich mir mal die Frage, was ist heute in unserem System falsch? Bevor ich einfach nur empört davonlaufe, weil die Lehre aus der Geschichte sollte eigentlich sein, wehret den Anfängen und nicht verteidigt das System, koste es, was es wolle. Jetzt wird es dann kalt. Und wenn ich mir dann so Gerichtsbeschlüsse hier durchlese, das ist immer Oberverwaltungsgericht NRW, ja? Der Antragsteller, also wir letztlich, ja, das hat eine Kollegin von mir gemacht, weist zwar zutreffend darauf hin, dass ein positiver PCR-Test als solcher noch keine Infektiosität im Einzelfall belegt. Also das ist das erste deutsche Gericht, das sagt, ein PCR-Test sagt über Infektiosität überhaupt nichts aus. Auf gut Deutsch, ein PCR-Test sagt nichts, ob irgendjemand anderen infizieren kann. Schreiben Sie hier. Aber die Schlussfolgerung, die kommt, ist dann spannend. Dies ändert aber nichts an dem Umstand, dass die Entwicklung der positiven Testungen, ja, die schreiben nicht mehr Infektion, weil da haben wir es ja langsam, da wissen sie nämlich, dass sie damit nicht durchkommen. Dies ändert aber nichts an dem Umstand, dass die Entwicklungen der positiven Testungen insgesamt sowie die daraus abgeleiteten Inzidenz- und R-Werte und nicht zuletzt auch die steigende Zahl der stationär behandelten Covid-19-Patienten einen belastbaren Rückschluss auf die Dynamik des Infektionsgeschehens erlauben. Also an die Kammer, das ist lachhaft. Das ist absolut lachhaft, das kann jetzt der Laie vielleicht nicht so verstehen, aber Sie sagen, der PCR-Test belegt nichts, aber es gibt ihn, irgendwas wird da getestet und diese Zahl reicht uns aus, um die massivsten Grundrechtseinschränkungen in 71 Jahre Bundesrepublik Deutschland auch nach 8 Monaten noch zu rechtfertigen. Man könnte daraus irgendwas ziehen. Die wissen ganz genau, dass ein positiver PCR-Test mit einer Infektion nichts zu tun hat. Deswegen kriegen die 100 Seiten Schriftsatz für uns. Inzwischen wissen sie, dass das überhaupt nichts über Infektiosität aussagt und trotzdem sagen sie, naja, man kann daraus irgendwelche Rückschlüsse ableiten. Das ist akademisch betrachtet, sollten diese Herren und Damen ihr Examen zurückgeben. Wenn ich sowas in einer Examensklausur geschrieben hätte, stünde ich heute nicht als Jurist hier, sondern als irgendwas anderes, aber definitiv nicht als Jurist. Das ist ein Armutszeugnis für die deutsche Justiz. Ja. Aber damit muss man momentan leben. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit ich heute habe, aber ich glaube, ich habe noch ein bisschen. Bei mir wird es auch kalt, aber es ist schön, dass ihr trotzdem da bleibt. Also es gibt wirklich momentan sehr, sehr viele Tendenzen, wo man vorsichtig sein muss. Ja, vor allem auch wie das global, ich habe gerade angefangen, einen Artikel zu lesen von der Juristenzeitung, wie das global innerhalb von kürzester Zeit umgeschmissen wurde. Ja. Und dann muss man sich schon irgendwann mal fragen, ist das jetzt alles Zufall? Ja. Oder vielleicht recherchieren diejenigen, die es noch nicht getan haben, vielleicht mal ein bisschen, was der Herr Klaus Schwab da macht, was das World Economic Forum da so vorhat. Ja, dieser große Reset, das ist keine Verschwörungstheorie, das kann man googeln, das kann jeder googeln. Das war kürzlich im Times Magazine. Die sind ja auch nicht dafür bekannt, dass sie Verschwörungen verbreiten.
Und da muss ich mir halt auch fragen, ist das jetzt hier alles noch zufällig, was passiert? Also was tatsächlich der Fall ist, es gibt relativ viele Player momentan, die das massiv ausnutzen. Ja? Ob das von Anfang an geplant war oder nicht, das ist mir völlig egal. Es ist faktisch der Fall. Und auch da sollte man hellhörig werden. Und man sollte auch hellhörig werden, wenn wir eine massive Umverteilung von unten nach oben haben und wenn die Reichen immer reicher werden und das Volk einfach und der Mittelstand an die Wand gefahren werden und das alles unter vermeintlichem Gesundheitsschutz. Ja? Der Gesundheitsschutz wird an so vielen Stellen nicht gewährleistet und auch da hat mir der Kollege Landtagsabgeordnete Pohl leider keine Antwort geben wollen. Ja? Ich habe ihn nach den Kollateralschäden gefragt, dann hat er was von Wirtschaft erzählt. Ja, okay, Wirtschaft ist Kollateralschaden. Aber, und da jetzt vielleicht auch an die Gegendemo gerichtet, also ihr dürft gerne auch hochkommen und ein bisschen zu diskutieren. Ich habe nämlich gerade einen Flyer von euch mal fotografiert. Da stand irgendwas drauf, dass eine Pflegerin wohl gesagt hat, diese Ignoranten auf der Straße, die würden sie ankotzen, weil wir letztlich dafür verantwortlich sind, dass Menschen sterben. Also diese Diskussion würde ich gerne führen. Also wenn da von der Gegendemo jemand kommen möchte, dann sprechen wir mal ein bisschen über Kollateralschäden. Würde mich freuen, weil offenbar ist da Aufklärungsbedarf, weil die Politik beantwortet diese Frage auch nicht. Ja? Die Politik sagt einfach, naja, wirtschaftliche Folgen. Und ich habe auch da den Pohl 3 oder 4 Mal gefragt. Herr Pohl, es geht hier nicht um wirtschaftliche Folgen. Ich vergleiche hier nicht, so wie Sie, Menschenleben und Geld. Ich vergleiche Menschenleben und Menschenleben und vielleicht Menschenleben und Freiheitsrechte. Und dann bringt man die üblichen Argumente, die wir alle schon 20 Mal gehört haben. Ja, 2 Millionen verschobene Operationen. Ja, Millionen, hunderte von Millionen Menschen, die zusätzlich hungern. Ja, wahrscheinlich 30 bis 40 Millionen Kinder, die sterben werden durch die Maßnahmen global. Ja, das sagt die Welthungerhilfe, das sagt nicht ich. Wo ist denn da die Menschlichkeit? Steigende Arbeitslosigkeit führt dazu, dass Menschen sterben. Es ist alles nachgewiesen. Suizide gehen durch die Decke. All das tötet Menschen. Und trotzdem kommt man immer wieder her und kommt mit dieser Keule. Ihr interessiert euch nicht für eure Mitmenschen, ohne auch nur jemals einen einzigen Beweis zu liefern. Wenn ich dann immer höre, und ich habe es heute auch wieder gelesen, ja, aber die Bilder aus Bergamo, ja, aber die Bilder hier, das ist Propaganda. Bilder ersetzen keine Argumente. Und wenn der Weltärztepräsident und studierte Juristin im Landtag, wenn die mir dann immer kommen mit, ja, aber die Bilder, dann weiß ich vor allem eins, was ihr nicht habt, sind Argumente. Ihr arbeitet mit Angst, ihr arbeitet, und auch das gab es in der Vergangenheit schon mal. Es ist einfach so, man hat auch früher mit Angst gearbeitet. Man hat die Menschen mit Angst kontrolliert, man hat die Menschen mit Angst gegeneinander aufgehetzt. All das ist schon mal passiert. Ich habe das verstanden, die Menschen, die hier stehen, die haben es auch verstanden. Nur diejenigen, die auf diesen Angstzug auffahren, halt leider manchmal noch nicht. Und manche benutzen das ganz gezielt. Das, was unser Staat hier momentan macht, das ist größtenteils Psychoterror. Das ist nichts anderes. Und auch das ist kein Grund zum Klatschen. Gut, ich darf nicht mehr so lange. Nein, aber es ist ja wirklich wichtig. Also das ist das, was hier gerade passiert. Es ist Psychoterror. Der Staat nutzt diese Geschichte momentan, um seine Macht auszubauen. Man macht den Menschen Angst. Ja, man will, dass sie nicht auf die Straße gehen und sich wehren. Und die, die es tun, sollen immer Angst haben von den Damen und Herren in Schwarz, die instrumentalisiert werden. Ich habe jetzt nicht mehr so viel, aber das bin ich völlig von meinem Skript abgewichen, macht aber auch nichts. Aber vielleicht mal auch an die Bürger in Uniform, ja. Und mit Bürger in Uniform meine ich nicht nur Polizei, damit meine ich inzwischen auch Bundeswehr, die ja auch an diesen ganzen Verteilaktionen mitwirken soll. Informiert euch ihr doch auch einfach mal über diese ganze Impfung, weil ich kann euch sagen, was passieren wird. Zunächst mal dürfen die Risikogruppen sich wahrscheinlich freiwillig impfen. Dann werden die Ärzte und das Pflegepersonal in Krankenhäusern kommen. Die müssen sich dann wahrscheinlich impfen, sonst dürfen sie nicht mehr arbeiten. Und die nächste Gruppe, die dann kommt, sind Polizei und Bundeswehr. Und da sollte man mal drüber nachdenken,
Ob man das wirklich möchte, wenn man das möchte, kann man es natürlich tun. Aber wenn man es nicht möchte, dann sollte man vielleicht auch darüber nachdenken, politisch ein bisschen aktiv zu werden und gegenzusteuern und sich vielleicht nicht hier in Aalen, aber in vielen Städten in die erste Reihe stellen, wenn man auf friedliche Menschen praktisch mit Wasserwerfern losgeht. Also ich war im ersten Wasserwerfer auf einer friedlichen Demo in Deutschland, in Frankfurt. Und dass das so schnell geht, du auch, sehr schön, ja. Wer war schon mal in einem Wasserwerfer? Hände hoch. So, das sind die wahren Helden in diesem Land, ja. Und da muss man einfach mal die Verhältnismäßigkeit auch wieder sehen. Aber ich glaube, wir wissen immer mehr, wie die Eigeninitiative funktioniert. Und wenn der Staat, und da komme ich jetzt auch zum Schluss, wenn der Staat immer repressiver wird, ihr müsst immer friedlicher werden. Es ist unheimlich schwer, und deswegen zitiere ich so gern Gandhi und Martin Luther King, es ist unheimlich schwer, auf einen Menschen loszugehen, der einfach nur friedlich auf dem Boden sitzt. Den kann man maximal wegtragen, aber mehr kann man nicht. Und sie können uns nicht alle wegtragen und sie werden uns auch nicht alle wegtragen. Und solange wir friedlich bleiben und wirklich auch in die Diskussion mit den Menschen gehen, ja, und die nicht als Gegner sehen, sondern als Mitmenschen, die man vielleicht einfach nur überzeugen muss, dann werden wir diesen Wahnsinn auch alsbald beenden. Dankeschön. Bleib noch kurz da. Achso, wir haben vielleicht noch Fragen. Ja, danke, Herr Heinz, für deinen tollen Beitrag. Bitte, bitte nicht diese Förmlichkeiten. Okay, gut. Von einer Teilnehmerin wurde mir jetzt noch eine interessante Frage herangetragen. Und da geht es um die Schulen. Wie sieht denn da gerade die Lage aus? Sie hat jetzt zum Beispiel diesen Test verweigert. Was können die Eltern denn jetzt machen mit ihren Kindern? Ja, Schule, das wäre auch ein Thema, wo ich was dazu gesagt habe. Also ich halte ja diese ganzen Testpflichten einfach mal für grob rechtswidrig. Die Leute fragen mich immer, dürfen die das? Dann sagen ja, die schreiben das in ein Gesetz und dann sagen sie, die dürfen das. Als Jurist sage ich nein, als Elternteil würde ich auch nein sagen. Die machen momentan einfach relativ viel. Ich würde mich da rausziehen, ich würde rechtlich dagegen vorgehen, ich würde das Kind lieber in die Quarantäne tun oder was auch immer. Aber es ist natürlich, du kannst nicht immer sagen, der Staat schreibt seine Verordnung und dann muss man. Ja? Wie gesagt, in Mauerschützen, da stand drin, erschießen. Ja, und das ist irgendwann auch mal das Thema ziviler Ungehorsam, also ihr müsst euch da mehr wehren, ihr müsst auch wirklich Kollegen von mir überzeugen, da mitzumachen, weil ich habe gerade mit einer potenziellen Kundin geredet, naja, die hat gemeint, man kann ja nicht zum Anwalt gehen, der dann nicht kritisch mit den Maßnahmen ist. Grundsätzlich sollte man das schon können, weil ich darf auch Mörder vertreten, deswegen muss ich nur keiner sein. Also so war das bis vor einem Jahr, da haben Anwälte das noch rein sachlich gesehen, momentan ist es eher emotional. Aber die Schulen sind tatsächlich ein Thema. Dieses ganze Maskending ist zwar eine große Ablenkung von anderen Sachen, also von Impfungen, von wirtschaftlichen Folgen und so weiter, aber die Schüler leiden natürlich. Und da kann ich wirklich auch nur sagen, geht rechtlich dagegen vor. Weil was mich momentan oft wieder so auch wirklich persönlich trifft, ist, dass die Leute erst kommen, ja, wir wollen uns wehren. Und dann machen sie trotzdem einen Rückzieher. Und dann frage ich auch, du, wenn dein Kind gesundheitliche Probleme hat, und da ist eigentlich relativ egal, ob das 10 oder 16 ist, und du schickst es dann trotzdem mit Maske in die Schule, das ist ein ganz fatales Signal. Das finde ich dann wirklich erschütternd, weil entweder ich sehe das als Elternteil und dann muss ich mein Kind verteidigen, koste es, was es wolle, oder die Einschränkung ist halt nicht da. Aber ich kann nicht einfach sagen, naja gut, da ecken wir jetzt an, das macht man nicht. Und wenn in einer Schule halt von 1000 nur einer praktisch aneckt, dann eckt halt einer an. Hoffentlich sind es dann auch irgendwann mehr. Ich meine, ich war früher andere auch immer kommen einer. Dann nach. Genau. Wir brauchen Vorbilder. Der Herr Edrich hätte auch noch... Nur ganz kurz, nur dazu, zum zivilen Ungehorsam. Ich denke, nicht mitmachen. Der Gandhi hat immer gesagt, kauft nicht bei den Engländern, macht eure eigenen Kleider. Ja, machen wir nicht mit. Also ich will meine Kinder nicht zwangstesten lassen, ich will auch nicht mit Masken, also lassen wir sie zu Hause. Ja, wenn wir das alle machen würden, dann hätten die keine Macht. Entziehen, Energie entziehen würde ich sagen. Einfach Nein sagen. Okay, vielen Dank. So, ein Sprecher haben wir noch, und zwar der Wolfgang. Hallo Aalen. Komm ohne Manuskript. Ich weiß gar nicht, wo ich heute anfangen soll.
Als Kind bin ich ja bei der einen Oma in Ebnath gewesen und bei der anderen Oma in Unterkochen. Hey. Ist also ein Heimspiel, ein kleines Heimspiel. Ich habe mich gefreut, dass hier die Schlepper stehen, weil ich möchte es mal stellvertretend sagen, es gibt so viele Berufsverbände, die nichts tun für ihren Berufsverband. Heilpraktiker fehlen die sich auf die Straße stellen, und ich bin froh, dass die Landwirte hier sind. Ich finde, wenn wir jetzt, ich freue mich wirklich, ich bin als junger Mensch, ich komme ja aus der Landwirtschaft, mit dem Auto rumgefahren, da war hinten so ein Aufkleber drauf, da ritt der Bauer die Sau mit einer Gabel, stand drauf, Power to the Bauer, wer kennt den Aufkleber? Mit dem Aufkleber bin ich groß geworden. Und ich sage euch, Landwirte 1, geht hin, geht auf die Straße, und da vorne am Frontlader macht er einen Weihnachtsbaum hin und da macht er am Autokorso mit. Weil wir lassen uns der Weihnachtsmarkt nicht verbieten und da drin auf der Glühwein und Punsch trinken, so viel er wollt, ohne Genehmigung. Da braucht er auch keine Maske. Jetzt muss ich mich ein bisschen sammeln, damit ich nicht wieder die Hälfte vergesse. Wir bleiben hier so lange stehen im Kalten, bis wir unsere Regierung da haben, wo sie hingehören. Stimmt's? Und ich sag's euch, wir haben so viele gute Nachrichten. Wir sind näher an dem Punkt dran, wie wir uns das vorstellen können. Wir machen heute ja wieder ein bisschen Antifa-Nachhilfetraining. Weil wenn man sich da hinten hinstellt mit einem Plakat, wo drauf steht, Maske ist sexy, dann frage ich mich ja, was da amputiert ist, das Gehirn oder was fehlt denn da eigentlich? Habt ihr gestern das Video gesehen vom Lauterbach? Ich glaube, da kann man auch Gehirn amputiert dazu sagen, oder? Also wir fassen das mal zusammen. Ich habe noch heute Morgen, ich konnte nicht richtig schlafen. Wir haben gestern Abend einen wirklich tollen Abend im Hause Schiffmann erlebt. Wir haben so viele geniale Ideen gehabt für die Zukunft. Das ist immer das, wenn man nicht nur auf dem Handy rumtippt, sondern das Hirn benutzt. Und das haben wir gestern den ganzen Abend gemacht. Gute Ideen gehabt. Also ich habe mir es dann heute Morgen ein paar Mal angeschaut. Also, die Impfung hilft nicht, also sie macht euch nicht immun. Man kann trotzdem angesteckt werden, aber man hat unter Umständen, wenn man dann krank wird, weniger Symptome. Ich sage Ihnen nur eins, Herr Lauterbach, wer so einen Schwachsinn verzapft, der gehört wo ganz anders hin. Der hat nämlich noch gar nichts kapiert über Krankheit und Gesundheit. Und deshalb sage ich, wir gehen auch nicht hin zum Impfen. Wir lassen uns nicht impfen. Wir impfen die, die es dringend nötig haben, unsere Bundestagsabgeordnete und unsere Regierung. Und die freiwillig zum Impfen gehen, weil sie immer noch die Hoffnung haben, dass danach die Normalität wieder zurückkommt, die dürfen auch gerne gehen. Ich gehe nicht. Und ich glaube, das ist im Moment die größte Angst von vielen Menschen, das Thema mit dem Impfen. Und das darf man nicht zu leichtfertig übersehen, weil ihr wisst ja, wie viele Milliarden Impfdosen die schon bestellt haben, obwohl es den Impfstoff gar nicht wirklich gab. Wir wissen alle, dass es ums Geld geht und nicht um unsere Gesundheit. Denn wenn es um unsere Gesundheit ging, dann würde man uns statt Impfen Vitamin D verordnen, statt Impfen Sport verordnen, statt Impfen gute Ernährung verordnen und statt Impfen viele andere Dinge verordnen. Stattdessen wollen sie die Heilpraktiker abschaffen und Medikamente verkaufen und Impfdosen verkaufen. Aber ich sag eins, ich glaube, unsere Regierung ist so richtig angezählt. Ihr habt doch bestimmt die Nachrichten heute Morgen gehört. Wir haben heute Morgen ein tolles Bushimo des Tages gemacht mit dem Roger. Roger, wo bist du überhaupt? Komm mal zu mir. Ich habe euch den Roger mitgebracht. Der wird auch gleich noch was sagen. Wir teilen uns die Redezeit. Den goldenen Schluss machen wir gemeinsam, Roger. Ja, es gibt jetzt eine Untersuchungskommission aus lauter Fachleuten, die den PCR-Test direkt vor Ort in Wuhan zum hoffentlich guten Ende bringen, also an die Öffentlichkeit bringen, was das für ein Dreck ist, der Test, dass er nämlich nur eine einzige riesengroße Lüge ist. Und man hat unseren Herrn Drosten nicht dazu eingeladen. Das ist doch mal prima, oder? Weil der Herr Drosten, der sitzt nämlich zu Hause und überlegt sich, was jetzt sein größeres Problem ist. Das Problem mit seiner Doktorarbeit oder das Problem mit seinem herbeigelogenen Test.
Und ich sage ihm einen schönen Gruß aus Aalen. Beide Lügen sind gleich groß und beide brechen ihnen demnächst das Genick. Und sie sind das erste Bauernopfer in dieser weltweiten Pandemie. Sie sind das erste Opfer. Denn diese Kommission wurde ja von der WHO entsandt. Und als ich im März als Schlafschaf in das Thema eingestiegen bin, damals war ich wirklich dieses Schaf, das beim Bodo immer durchspringt, da habe ich als erstes gelernt, von wem die WHO finanziert ist und was die eigentlich treiben. Und wenn die WHO jetzt eine Kommission einsetzt ohne den Drosten, dann ist da was stattgefunden, da ist was passiert. Wahrscheinlich haben sie beschlossen, den Drosten jetzt zu opfern. Und ich bin der Meinung, wenn sie schon begonnen haben, jetzt den Drosten zu opfern, ich bin der Meinung, dann opfern wir unsere Regierung demnächst hinterher. Yeah! Weil wer mit einer Lüge beginnt, und das weiß jedes kleine Kind, das seine Eltern schon mal angelogen hat, das ist scheiße, weil aus der einen Lüge kommt die nächste, die übernächste, und irgendwann muss ich zugeben, ja Papa, ich hab dich angelogen. Und das ist genau das, sie werden sich jetzt noch eine Weile in Lügen verstricken, und dann irgendwann scheppert's und dann war's das mit uns Anlügen. Wir lassen uns nämlich nicht mehr länger anlügen. Wir sind viele, wir werden immer mehr. Wir werden immer mehr. Und ich kann's euch nur sagen, irgendwann, ich hab's schon auf der Bustour ein paar Mal gesagt, irgendwann schaffen wir sie danach, wo sie hingehören, nach Den Haag. Denn deshalb wurde Den Haag erschaffen, um Politiker, die sich nicht an die Rechte und an die Gesetze halten, rechtskräftig zu verurteilen für ihre Schandtaten. Und das, was die seit März machen, sind Schandtaten. Übelste Schandtaten. Und zwar weltweit. Wir werden, wenn die Lügen rauskommen und wenn denen ihr Lügengebäude zusammenbricht, werden wir viel zu tun haben. Und der Bodo hat seit morgen, glaube ich, zum ersten Mal gesagt, wir werden über bestimmte Menschen, die im Moment wirkliche Verbrechen begehen, nicht einfach nur zur Normalität übergehen können und sagen, ihr Lehrer, war nicht so schlimm, was ihr gemacht habt. Ihr Regierungsbeamte, war nicht so schlimm, was ihr gemacht habt. Nö, ich sage euch eins, wir werden uns das gut merken, denn die Kinder, die seit Wochen von ihren Lehrern misshandelt werden, die werden nicht einfach nur vergessen, dass sie den ganzen Tag frieren, hungern und was weiß ich was alles lassen haben und erzählt haben, stell dich nicht so blöd an, setz die Maske auf. Nee, die Kinder werden das nicht vergessen. Ich glaube, dass die Kinder traumatisiert aus dieser Zeit kommen werden. Genauso wie unsere Eltern, Großeltern traumatisiert aus den Kriegen gekommen sind. Noch nicht mal die Traumas haben wir richtig verarbeitet. Da schaffen wir mit unserer Gesellschaft schon die nächsten Traumas. Und diesmal bei den Schwächsten dieser Gesellschaft, bei den Kindern, bei den Behinderten, bei den alten Leuten. Ich habe so viele Dinge die letzten Wochen gehört. Ich hätte niemals gedacht, dass unser Land, unser Staat für solche Gräueltaten verantwortlich sein wird an Kindern, nur weil da oben ein paar sitzen, die glauben, sie müssen übers Weltwirtschaftsforum eine neue Ordnung einführen, eine Ordnung, die keiner will. Die meisten merken es ja noch nicht mal, die schauen ja zu und merken es ja noch nicht mal, was da eigentlich abgeht. Und ich kann nur eins sagen, wir bereiten uns vor mit guten Projekten, mit guten Nachfolgesystemen, die wir benötigen werden. Es ist ja nicht nur damit getan, dass wir Frau Merkel mit ihren Vasallen nehmen und woanders hin tun. Von mir aus soll sie hingehen, wo der Pfeffer wächst. Ich bin froh, wenn ich sie nehme, jeden Tag in der Zeitung sehe. Wenn da andere Gesichter sind, Menschen, auf die man sich verlassen kann, Menschen, die in ihrem Leben schon mal was gearbeitet haben, die wirklich was für dieses Land bereit sind zu leisten. Wir brauchen da ganz andere Gesichter. Und das muss ich auch sagen, 709 Leute sitzen im Bundestag und alle haben sie im März weggeschaut, als sie unsere Demokratie abgeschafft haben. Ich schäme mich vor euch 709, ich möchte euch nicht mehr wählen. Und solange wir so ein System haben, gehe ich auch nicht mehr hin zum Wählen. Euch wähle ich nicht mehr. Niemand von euch wähle ich mehr. Ich habe in diesen Wochen gelernt, wie wichtig das ist, dass wir friedlich bleiben. Und ich bin friedlich, auch wenn ich ein bisschen auf die Politiker schimpfe. Ich schimpfe ja auch immer gerne auf unsere Medien. Kam ja ein schöner Artikel in der Heideheimer Zeitung, wurde mir vorab hierher geschickt. Da stand dann, die eine Demo wurde abgemeldet von den Querdenkern, eine andere, also die heute, wurde angemeldet. Und ich würde jetzt aussprechen. Und ich stehe im Impressum von der Corona-Infotour zusammen mit den elenden Querdenkern Schiffmann und Eckert. Und dann haben sie uns gestern Abend gesagt, wir sollen gefälligst Abstand halten auf der Bühne. Dann haben wir gesagt, wir kommen aus eurem Hausstand und wir kuscheln, wann wir wollen.
Und dann stand da, und da kann ich nur eins sagen, wenn sowas in der Zeitung steht, wir sind nicht rechts, wir sind nicht links, wir sind nicht gewalttätig, wir lassen alle sprechen, die was zu sagen haben, solange sie in dem Rahmen bleiben, ohne Gewalt, gewaltfrei, friedlich, liebevoll. Das ist nämlich genau das, was uns auch durch die ganze 6 Wochen Bustour getragen hat, weil viele haben uns immer gefragt, warum klappert eure Demos so friedlich? Ja, wenn man mit einem friedlichen Herzen aus dem Bus aussteigt, dann fängt man vor dem Bus keinen Rabatz an. Das ist ganz einfach. Und man hat es ja gesehen, die Plätze sind immer voller geworden, es sind immer mehr Menschen. Eine Forsa-Umfrage kam heute Morgen auch raus, habt ihr bestimmt auch schon gehört. 2/3 der Deutschen haben keine Angst vor Corona. Das sind genau die 2/3, die das System zum Umsturz bringen werden, und zwar bald. Wir waren ja in ganz Deutschland unterwegs. Ich war die Woche schon in Stralsund, ich war die Woche schon in Cuxhaven, ich war die Woche schon in Sinsheim, ich fahre heute Abend nur nach Berlin. Und egal, wo ich hinkomme, überall stehen die Leute auf die Plätze, heute überall. Mittlerweile ist es ja so, dass man die ganze Woche durchhält, sich beim Einkaufen, beim Tanken, egal wo, diskreditieren lässt, setzt die Maske auf, setzt die Maske auf. Ich gehe mittlerweile immer mit der Diktaturmaske, weil da machen die Leute immer so beim Einkaufen. Das ist viel besser, wie wenn sie so machen, ohne Maske. Da kommt auch viel mehr dabei raus. Und es sind einfach immer mehr Leute. Und ich kann es nur sagen, wir sind so viele. Wir sind so viele. Und ich glaube, die Dunkelziffer an den Menschen, die zu uns halten, ist so hoch. Und das sind die, die wir später, wenn der Tag gekommen ist, wo es gescheppert hat, die nehmen wir einfach in den Arm und sagen, nicht jeder hat den Mut gehabt, um auf die Plätze zu stehen. Es muss auch nicht jeder hier auf dem Platz stehen. Aber dann, wenn es gilt, dann brauchen wir sie. Und die 2/3 haben mir heute Morgen wirklich Mut gemacht, dass ich wirklich gesagt habe, ich gehe ja jetzt dann los, der Roger, der Samuel und ich, wir machen ja so Unternehmergespräche, die wir auch live streamen. Ich habe eigentlich die Idee, dass wir Leute, die wirklich massiv unter Corona leiden, egal ob Mitarbeiter oder Arbeitnehmer, dass wir sie zu Wort kommen lassen, dass sie mal unsere Regierung in guten Livestreams sagen können, wie widerlich die Politik eigentlich ist, wie dekadent es eigentlich ist, dass man die ganze Nation an die Wand fährt, dass 99,xx% nicht von Corona betroffen sind, aber 100% an die Wand gefahren wird. Es ist wie wenn man durch ein Geisterland fährt im Moment, egal wo ich war, in welcher Stadt. Es ist abends Nacht, es ist dunkel, die Läden haben zu, die Restaurants haben zu, die Wirtschaft haben zu. Ich sage Ihnen nur eins, Frau Merkel, es wird Zeit, dass Sie Ihr Hirn einschalten. Wir haben Sie eh längst erkannt und Ihre Lügen haben wir satt. Wir wissen, welche Pläne Sie verfolgen. Wir verfolgen einen anderen Plan. Wir sind sehr friedliche Menschen und wir bleiben friedlich. Und ich habe es ganz arg oft auf der Tour gesagt, das Gute an unserer Bewegung ist, dass wir der Frau Merkel ihre Pläne kennen. Die kann man nämlich im Weltwirtschaftsforum nachlesen, hat der Markus gerade wunderbar gesagt. Frau Merkel kennt aber den Plan unseres Herrgotts nicht. Und ich glaube, es ist besser, wir hören auf unser Herz und verfolgen den Plan unseren Herrgott. Auch wenn wir das Ziel nicht kennen, das müssen wir nicht kennen. Das Einzige, was wir tun müssen, ist, unseren materialisierten Geist zur Verfügung stellen, unseren Verstand zur Verfügung stellen, unser Herz zur Verfügung stellen, unser Bauchgefühl zur Verfügung stellen, um gute Taten zu vollbringen, gute Projekte vorwärts zu bringen. Und dann würde Frau Merkel und all die anderen auf dieser Welt mit ihrem perfiden Plan keine Chance haben, weil das war auch so eine Nachricht des Tages. Der Trump hat ja den Henry Kissinger quasi entsorgt. Menschen, die wir früher ja dachten, das sind seriöse Politiker. Wir wissen mittlerweile alle, dass die zum Deep State gehören. Und 500 Unternehmer der Fortune 500 Vereinigung haben sich jetzt gegen den Trump erhoben, um hier, ja, das sind die Leute, die müssen den Stall. Ja, ich habe Respekt vor Leuten, die was arbeiten. Das ist das, was unserem Bundestag fehlt. Zu viele Studierte, irgendwas, die dann direkt im Bundestag marschiert haben. Wenn die einmal 5 Jahre auf dem Hof geschafft hätte, dann würde die eine andere Politik machen. Das ist traurig, aber wahr. Ja, auf jeden Fall glaube ich, dass wir am guten Punkt sind. Wir haben alle gute Arbeit gemacht die letzten Monate, ihr und wir alle. Es wird noch eine Weile gehen und wenn wir dann irgendwann am Tag X an den Punkt kommen, dann beginnt die eigentliche Arbeit. Und dann wird es sich ausbezahlen, dass wir friedlich geblieben sind, dass jeder was für sich tut, dass jeder erkannt hat, dass wir nur mit guter Arbeit und mit einer guten Eigenverantwortung vorwärts kommen.
Und insofern sage ich mal, ich bin sehr, sehr guter Dinge. Ich habe ein ruhiges Herz. Ihr wisst, ich war die ganze Zeit über ruhig, auch vor dem Bus. Ich bin mir wirklich sicher, dass wir am Punkt sind, wo nicht mehr viel fehlt. Ich warte auf das Ereignis, wo scheppert, das war 89 so. Und ihr wisst ja, ich habe mit meinem schwäbischen Dialekt in ganz Deutschland dafür sorgt, dass jetzt, wenn ihr irgendwo hinfährt und Schwäbisch schwätzt, dann alle sagen, super, das ist der Dialekt der Nation. Das habe ich im Westen gesagt, schaut gut hin, wenn sie im Osten auf die Straße gehen, bleibt ja nicht zu Hause, geht mit. Und im Osten habe ich gesagt, und wenn ihr dann endlich wieder auf die Straße geht und wir hier dafür sorgen, dass was passiert, ihr könnt euch drauf verlassen, im Westen gehen sie mit. Und nach Corona wird es Ost-West nicht mehr geben. Dann sind wir ein Land, eine Gesellschaft. Wir sind friedlich, wir sind liebevoll, wir sind Wahrheit, wir lieben die Wahrheit. Wir haben keine Lust, dass wir belogen werden. Und insofern, ich finde es toll, dass ihr hier steht und friert. Mir ist es auch kalt, mir hat es gestern Abend schon gefroren. Aber das macht nichts. Wir machen das so lange, wie es notwendig ist. Und wenn es dann soweit ist, dann machen wir alles richtig. Dankeschön. Roger, ich würde dich noch bitten. Jetzt kommt der echte Abschluss in Mitteldeutsch ohne Schwäbisch. Roger Biddle. Super, Roger. Schwäbisch. Ich. Ja. Hallo allen. Jetzt komme ich noch mit Mitteldeutsch. Ja, ich war gestern in Sinsheim, das war wunderschön, auch arschkalt. Kann jemand bitte die Heizung anmachen? Es ist, aber ja. Ich kann nur sagen, ich bin begeistert. Ich habe vorhin gehört, dass das hier in Aalen, glaube ich, das erste Mal ist, so eine größere Demo. Ich finde es top, dass jetzt alle Städte aufstehen oder die meisten. Wir brauchen das und ich bin auch überzeugt, wir in der Schweiz sind noch ein bisschen im Tiefschlaf. Aber was nicht ist, kann ja noch kommen. Und ich kann nur eins sagen. Ich persönlich, wir haben vieles erlebt, das nicht so schön war. Das wissen wir. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, wir haben so viele Sachen erlebt. Wenn wir das hier sehen, wir haben viele, viele neue, gute Freunde gewonnen. Und das ist auch etwas sehr Positives. Ich habe einige Freunde, sind nicht mehr so bei mir. Irgendwie haben die das Gefühl, was machst du da? Aluhutträger, Verschwörungstheoretiker, rechtsradikal weniger, das ist bei uns in der Schweiz nicht so, aber es gibt schon ein paar komische Stimmen. Aber ich muss sagen, es gibt so einen Spruch, Spreu und Weizen, und das ist momentan optimal. Und ich kann einfach sagen, die Freunde, die ich jetzt gewonnen habe, sei das Samuel, sei das Bodo, sei das Wolfgang. Wolfgang, wo bist du? Wolfgang? Naja, es ist furchtbar. Ja, genau. Also, ich muss natürlich sagen, solche Freunde, die sind fürs Leben. Bleib da. Nein, ich will auch nicht so lange reden, es ist wirklich arschkalt, aber ich möchte einfach nur von ganzem Herzen Danke sagen, weil das, was ihr für uns macht, das ist unbeschreiblich. Ich sage immer, es ist wie ein Uhrwerk. Jeder ist ein kleines Zahnrad oder ein größeres, aber jedes einzelne Zahnrad brauchen wir, um weiterzukommen. Und niemand ist klein, zu klein, um etwas zu bewirken. Das wisst ihr, und sonst könnt ihr mal eine Mücke fragen im Schlafzimmer. Das ist auch nicht so angenehm. Also von dem her, ich kann nur sagen, ihr seid top, ihr habt ausgehalten, trotzdem arschkalten Temperaturen. Und ich freue mich jetzt dann auf einen Tee. Und ich bitte euch durchzuhalten. Wir werden jetzt noch ein bisschen durchhalten müssen. Es wird noch ein paar Wochen ein bisschen heftig sein. Ich bin aber davon überzeugt, dass die Liebe, die Freiheit und das Ganze wird siegen. Wir werden es zusammen schaffen. Wir werden immer mehr. Und denkt daran, glaubt mir nichts, was ich sage. Recherchiert selber und verbinde die Punkte. Danke allen. Roger, du bist der Best. Ja, wir haben gerade noch besprochen, ob wir noch eine offene Bühne bieten, aber ich denke, es ist kalt und wir haben jetzt schon so lange durchgehalten. Beim nächsten Mal planen wir dafür
vielleicht ein bisschen mehr Zeit ein und dann habt ihr auch wieder die Chance, noch eure Beiträge hier mitzuteilen. Zum Abschluss nochmal ein Dank an die Bauern, die uns heute begleitet und unterstützt haben. Wie ich gehört habe, geht es denen auch an den Kragen langsam. Genau, die Schilder. Ganz herzlichen Dank an unsere Redner. Toll, dass ihr heute hergekommen seid. Nach dem ganzen Hin und Her. Vielen Dank an alle persönlich auch nochmal, Jens Edrich und ihr Markus Heinz, Wolfgang Greulich und Herr Gessler. Ja, jetzt. Danke. Genau, vielen Dank an alle, die hier mitgeholfen haben, das aufzubauen. Insbesondere der Sigrun und der Lydia und das Team um die zwei herum. Und vielen Dank auch an das Publikum, denn diese ganze Organisation wäre nichts wert gewesen, wenn ihr nicht da gewesen wärt. Vielen Dank. Danke. Es war wirklich der Wahnsinn, hier in Aalen mit so vielen Menschen erstmal durch die Stadt zu laufen. Und ich finde, wir haben auch wirklich einen sehr schönen Lauf gehabt. Danke dafür auch, dass ihr gekommen seid. Dann für den Thomas, der hier das Equipment gestellt hat und alle, die mitgewirkt haben beim Aufbau, beim Infotisch, bei den Toiletten und überall. Herzlichen Dank. Genau, das machst du weiter. Genau, dann nur noch kurze Info. Infomaterial gibt es hier vorne und die Ordnerbinden und die Schilder, die wir ausgeteilt haben, bitte auch hier vorbringen und abgeben. Vielen Dank. Schön, dass ihr da wart. Schlusswort hat jetzt die Sigrun. Gut. Wenn ich jetzt nichts mehr vergessen habe, dann möchte ich die Veranstaltung hiermit beenden. Und danke, ach ja, danke noch an Roger und an unsere Reporter, die uns hier begleitet haben. Ja. Und eigentlich gilt auch ein Dank an die Polizei, die uns hier begleitet hat, die uns durch die Stadt geleitet hat und die wirklich sehr toll war, mit dem Umgang war, also auch in der Kooperation vorher. Wir hatten ja ein Gespräch mit denen. Es war alles sehr, sehr schön im Umgang und auch jetzt, wir haben heute Morgen telefoniert und alles besprochen und es hat sehr gut geklappt. Da auch noch mein großes Dankeschön. Und da will ich jetzt diese Veranstaltung dann beenden.